Herzlich willkommen in die Heinrich-Böll-Stiftung. Ich freue mich sehr, dass Sie heute Abend hier bei uns sind. Heute ist der internationale Tag gegen Rassismus. Im Grunde genommen müsste jeder Tag ein Tag gegen Rassismus sein. Heute werden wir uns mit einem Thema beschäftigen, was im Grunde seit den letzten 3 Jahren Gegenstand öffentlicher Debatten und Auseinandersetzungen ist: die Flüchtlingspolitik. Wenn ich mich richtig erinnere, seit der Wiedervereinigung hat kaum ein Thema so sehr und so heftig die deutsche Gesellschaft politisiert, geeint, aber auch gespaltet wie die Flüchtlingspolitik der letzten 3 Jahre. In diesen Jahren haben wir alle Formen von Engagements, aber auch Auseinandersetzungen gesehen und erlebt. Sei es in Form von Solidarität und Teilhabe oder in Form von Spaltung, Hass oder Gewalt. Bei der Bundestagswahl, aber auch an den langen und zähen Koalitionsgesprächen konnten wir die Bedeutung der Themen Flucht und Migration für Politik und Gesellschaft beobachten. Auch der Amtsantritt einiger Regierungsvertreter verdeutlicht, wie sehr sich das Thema für alle möglichen testosterongesteuerten Motive missbrauchen lässt. Fakt ist, die Zahl der Schutzsuchenden ist in den letzten Jahren in Deutschland und weltweit kontinuierlich gestiegen. In den Jahren 2015 bis 2017 beantragten in der Bundesrepublik etwa 1,4 Millionen Menschen Asyl. Weltweit sind es 65 Millionen Menschen, die sich auf der Flucht befinden, auf der Suche nach Schutz und Sicherheit, innerhalb oder außerhalb ihrer Landesgrenzen. Im internationalen Vergleich bleibt die Zahl der Menschen, die in Europa Schutz suchen, weiterhin verhältnismäßig klein. Es sind die Länder des Südens, die die große Zahl von internationalen Flüchtlingen beherbergen. Nichtsdestotrotz hat die überwältigende Anteilnahme und Willkommensgäste der Bundesrepublik während der großen Flüchtlingseinwanderung im Sommer 2015 dem Land und der Gesellschaft in weiten Teilen der Welt beachtlichen Respekt und Aufmerksamkeit eingebracht. Viele beschreiben diese Monate als den Sommer der Migration, andere als Sommer der Barmherzigkeit. Aber vergessen können wir keinesfalls, vor allem nicht an einem Tag wie heute, die vielen rassistisch motivierten Anschläge auf Geflüchtete und ihre Unterkünfte. 2015 waren es 1031, 2016 3500 Anschläge und Angriffe gegen Schutzsuchende und 2017 mehr als 2200 rassistisch motivierte Angriffe gegen Geflüchtete, alles Angaben des Bundeskriminalamtes. Die Bundesrepublik steht hier einerseits in der rechtlichen und moralischen Verantwortung, Geflüchteten humanen Schutz und Sicherheit zu bieten, andererseits als große Wirtschaftsnation auch vor der Aufgabe, zukunftsfähige politische Handlungsmechanismen zur Gestaltung von Einwanderung zu entwickeln. Diese Herausforderung steigt angesichts tiefgreifender demografischer Veränderungen. Gefragt ist daher ein belastbarer Konsens für eine nachhaltige Flüchtlings- und Einwanderungspolitik, der ein möglichst breites politisches und gesellschaftliches Spektrum einbezieht. Dafür sind Ideen, Ressourcen und Bündnisse verschiedener gesellschaftlicher Akteurinnen und Akteure nötig. Die Flüchtlings- und Migrationspolitische Kommission der Heinrich-Böll-Stiftung hat in ihrer 2-jährigen Arbeit Ideen und Vorschläge zu drängenden Fragen der Flüchtlings- und Einwanderungspolitik erarbeitet und im Dezember 2017 der Öffentlichkeit vorgestellt. Die Ergebnisse der Kommission sind auf unserem migrationspolitischen Portal Heimatkunde zu finden. Miriam Koch ist eine der renommierten Fachleute, die als Mitglied der Kommission viel Arbeit und Zeit in die Entwicklung der Perspektiven investiert hat. Wir freuen uns sehr, Miriam, dass du heute aus Düsseldorf zu uns gekommen bist. Und Herr Mayer-Braun, Sie haben ja geschrieben, dass Papier geduldig ist, dass es nicht an Analysen, an Studien und an Empfehlungen fällt, aber das ist auch die Pflicht der Zivilgesellschaft, dran zu bleiben. Sehr viel Zeit seines Lebens sowie Engagement und Empathie in die Themen Migration, Einwanderungspolitik und Flüchtlingspolitik investiert hat auch unser heutiger Hauptredner, Professor Karl-Heinz Mayer-Braun, der als Journalist und Buchautor viel zu den Themen verfasst hat. Zu seinen bekanntesten Büchern gehören unter anderem Deutschland, Einwanderungsland, Begriffe, Fakten, Kontroversen oder zuletzt erschienen die 101 wichtigsten Fragen Einwanderung und Asyl. Als langjähriger Leiter der Fachredaktion
SWR International hatte außerdem zur Entwicklung des Südwestrundfunks in Stuttgart in puncto Migration und Migrantinnen viel beigetragen. In seinem neuesten Buch Schwarzbuch Migration, die dunkle Seite unter unserer Flüchtlingspolitik, erzählt Karl-Heinz Meyer-Braun die Entwicklungen der Flüchtlingspolitik vor 2005 und danach von der früheren Abschottungspolitik bis zur heutigen Abschottungspolitik. Aber auch über die Tatsache, dass Deutschland in Sachen Flüchtlingspolitik kaum Verbündete in Europa findet, trotz großzügiger Aufnahme von Schutzsuchenden innerhalb der Union. Karl-Heinz Meyer-Braun liefert viele wichtige Details, um die Zusammenhänge zu verstehen. An dieser Stelle möchte ich nicht viel zu seinem Buch sagen, weil er gleich einige Aspekte des Buches vortragen wird, worüber wir uns sehr freuen. Und schön, vielen Dank, dass Sie nach Berlin gekommen sind, extra aus Stuttgart, um mit uns über Ihr Buch zu diskutieren. Natürlich freuen wir uns auch sehr über die Teilnahme von Cem Özdemir, einen ausgewiesenen Experten und engagierten Politiker in der Einwanderungs- und Integrationspolitik. Schön, dass du heute wieder hier bist. Die heutige Veranstaltung wird über Livestream übertragen. Ich begrüße natürlich auch alle, die nicht in diesem Raum, sondern an ihren PCs und Laptops sind. Und beteiligen Sie sich an der Diskussion, wenn Sie möchten. Uns alle wünsche ich eine anregende und erkenntnisreiche Diskussion. Vielen Dank, Herr Meyer-Braun. The floor is yours. Ja, vielen Dank. Vielen Dank an die Böll-Stiftung für die Einladung und die Möglichkeit, hier zu Ihnen zu sprechen. Und ganz herzlichen Dank, dass Sie alle gekommen sind und sogar jetzt noch auch sitzen müssen. Deswegen werde ich schon mal etwas kurz machen und nicht das ganze Buch vorlesen, was natürlich schön wäre, aber dann liest ja keiner mehr, das ist ja auch blöd. Ne? Also von daher herzlichen Dank für Cem Özdemir, der auch schon sehr, sehr lange begleitet mit dem Thema und der das heute auch ermöglicht hat. Ganz herzlichen Dank dafür. Ja, die Bundeskanzlerin hat ja heute eine bemerkenswerte Rede auch gehalten im Bundestag. Wir sprachen gerade drüber und klar gesagt, der Islam ist Teil Deutschlands und sich und auch damit doch gegen den eigenen Bundesinnenminister gestellt. Nicht uninteressant. Diese Aussage und überhaupt die Rede, die gehalten wurde, über die wir auch diskutieren können. Und wenn ich jetzt zurückschaue auf die dunkle Seite der Migration in meinem Buch, dann habe ich eigentlich immer noch die Hoffnung, dass jemand wie eine Bundeskanzlerin oder in dieser Richtung auch hinsteht und so eine Art Blut, Schweiß und Tränenrede hält zum Thema Flüchtlinge, Flüchtlingspolitik und klar bekennt und sagt, dass wir auf Dauer, Sie haben es auch schon angedeutet, es geht auf Dauer mit dem sogenannten Flüchtlingsthema leben werden müssen, dass es nur die Ausläufer sind, die uns erreichen immer noch, obwohl es anders aussieht. Die Bevölkerung darauf einstimmen, auf dieses Thema für die Zukunft, was für die Generation nach uns auch noch die Jungen beschäftigen wird. Und dass es darum geht, zu teilen und sich darauf einzustellen und umzudenken. Und so eine Rede, das wäre natürlich sehr wichtig aus meiner Sicht und hätte auch erfolgen sollen in der sogenannten Flüchtlingskrise. Denn man hat sich dann, glaube ich, nicht wundern brauchen, dass sich gewisse Entwicklungen wie die AfD zustande gekommen sind, weil man nicht offen diskutiert und eingestimmt hat, die Wählerschaft auf dieses Thema eher so gedacht hat, als sei es dann abgehakt. Und das war natürlich ein großer, großer Fehler, wie wir dann gesehen haben. Also, ja, das Thema heute, die Flüchtlingspolitik, die eigentlich müsste das Motto ja heißen, wir haben es wieder einmal geschafft, aber uns die Flüchtlinge vom Leibe zu halten. Denn 2015 war nun wirklich eine Ausnahmesituation an ein paar Tagen. Und es ist der Eindruck entstanden, der falsch ist, als ob jetzt die Grenzen heutzutage auch immer noch offen wären. Dabei war das wirklich eine einmalige Sache, die aus der Not geboren auch wurde. Denn was hätte man denn machen sollen? Hätte man auf die Leute schießen sollen oder was tun? Und auch der frühere Bundesinnenminister de Maizière hat ja auch gesagt, man wollte die schlimme Bilder vermeiden, die um die Welt gegangen wären. Und deswegen hat man so gehandelt. Was nicht heißt, dass es keine große Leistung war, denn es war ein weltweites Signal in Richtung einer humanen Flüchtlingspolitik, auch wenn aus der Not geboren, notgedrungen. Und wenn auch gleich danach wieder die Grenzen ja zugemacht wurden, das ist ja eine Illusion. Und wenn die AfD behauptet, total falsch, das seien die Grenzen offen, das könnte jeder hier reinkommen. Im Gegenteil, offene Grenzen, wir halten uns die Flüchtlinge vom Leibe.
Und das ist der Punkt mit dem schmutzigen Deal mit der Türkei, das abgeschlossen wurde, dass wir uns auch da ausgeliefert haben und auch Dinge in Kauf nehmen, uns erpressen lassen zum Beispiel. Oder mit den afrikanischen Staaten, die Europäische Union hat ja die Außengrenzen eigentlich schon nach Afrika längst verlagert durch Abkommen mit fragwürdigen Regimen und Herrschern in Afrika, zum Beispiel im Sudan, wo der Staatschef mit internationalen Haftbefehl gesucht wird, oder in Eritrea, das selbst Flüchtlinge produziert. Trotzdem bildet man da die Grenzschützer aus und versorgt die Länder mit Millionen von Euro, damit sie die Grenzen dicht machen. Und das ist ja auch zum Teil gelungen. Aber es kommen ja immer noch 10.000 etwa in jedem Monat letztes Jahr und jetzt auch im Januar wieder. Also man sieht auch hier, es ist eine Illusion, man könnte mit solchen fragwürdigen Maßnahmen die Flüchtlinge sich vom Leibe halten. Denn das Drama im Mittelmeer geht ja immer weiter. Trotz den Asylrechtsverschärfungen im Eiltempo, die wir ja hatten in den letzten Jahren, und die auch sehr fragwürdig sind. Denn kaum, dass etwas in Kraft getreten war, kam schon die nächste Maßnahme. Und sodass selbst Experten zum Teil den Überblick verloren haben, was eigentlich Sache ist. Oder auch, Sie haben das ja verfolgt, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hatte einige hunderttausend Anträge liegen und war total überfordert. Und das Thema wurde auf das Bundesamt auch abgewälzt. Man hat das ja dann geschafft, hier die Anträge abzubauen. Aber zu welchem Preis? Ja, die Klagen häufen sich. Das Thema wird auf die Gerichte abgewälzt. Viele, 40% oder mehr, bekommen Recht vor den Gerichten, die gegen die Asylentscheide klagen. Und die Kosten trägt dann das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge für den Prozess, wenn die Leute Recht bekommen, sprich für Steuerzahler. Das Drama auf dem Mittelmeer geht unvermindert weiter, auch trotz allen Abschreckungsmaßnahmen. Und die zentrale Mittelmeerroute über Libyen und, ist ja immer noch voll intakt. Und Libyen, ein zerfallener Staat, Sie kennen das alles. Trotzdem hat man hier mit der sogenannten Einheitsregierung Abkommen abgeschlossen. Und bildet auch da die sogenannte Küstenwache auf, die es gar nicht gibt, damit sie die Flüchtlinge zurückdrängt. Und im Mittelmeer ertrinken Tag für Tag auch heute wieder Menschen. Und im letzten Jahr waren es über 3.000, das Jahr zuvor 2016 5.000. Und sehr viele kommen um auf dem Weg nach dem scheinbaren Wohlstandskontinent Europa. In der Sahara, in der Wüste. Und wie viele es da sind, weiß kein Mensch, weil da gibt es keine genauen Erkenntnisse. Die einzigen, die da hinschauen, ist IOM, Internationale Organisation für Migration. Die schätzen, dass es doch ungefähr viel mehr sind, nämlich 10-mal so viel, die allein in der Wüste ums Leben kommen. Jetzt feiert man das ja schon quasi als Erfolg, dass es nur noch 3.000 sind letztes Jahr im Mittelmeer. Also eigentlich erschreckend. Und trotzdem, natürlich, die Medien schauen da auch nicht hin. Auf der Balkanroute bekamen wir ja dauernd die Bilder, während was im Mittelmeer passiert oder gar in Libyen, weiß kein Mensch. Was wir aber aus Libyen hören, ist natürlich schrecklich, mehr als schrecklich. Schrecklich ist da schon gar kein Wort dafür. Selbst Beobachter der UN oder auch deutsche Diplomaten, die dort waren, sprechen ja von der Hölle auf Erden in Libyen für die Flüchtlinge. Man hat ja nur Zugang zu den sogenannten staatlichen Gefängnissen, in Anführungsstrichen. Es gibt aber noch jede Menge sogenannte private, in denen die Flüchtlinge festgehalten werden und gefoltert werden und. Es gibt bekannt seit Jahren regelrechte Sklavenmärkte in Libyen. Das ist auch nicht neu, nur letztes Jahr hat man sich darüber aufgeregt, weil CNN das dokumentiert hat und gezeigt hat, wie das abläuft. Da ging ein Aufschrei kurzzeitig durch Europa und auch die Medien. Und dann hört man da jetzt aber auch nichts mehr davon, obwohl das ja so weitergeht und keineswegs zu Ende ist. Man spricht von regelrechten Konzentrationslagern in Libyen, die Hölle auf Erden, die sagen die Beobachter, wie gesagt. Und trotzdem arbeitet man hier mit auch sehr fragwürdigen, man kann schon sagen, Elementen zusammen, die sich gegenseitig auch bekämpfen mit Schleuserbanden. Und das Abkommen mit Unrechtsregimen, Auffanglager in Afrika ist ein Thema.
das dann aber wieder zurückgezogen wurde, das Wort Auffanglager, obwohl es in den Mund genommen wurde, auch von der Bundeskanzlerin. Das alles ist ja nicht neu. Der Bundesinnenminister Schilly hat es auch schon gesagt, Auffanglager, ja, als Bundesinnenminister 2004. Und es geht noch weiter zurück. 1986 hat Dänemark in der EU das zur Sprache gebracht. Die Niederlande, Großbritannien folgten. Aber es hat sich halt bisher nicht verwirklichen lassen. Trotzdem wird es immer wieder in die Welt gesetzt. Und man meint, damit irgendwie das Thema lösen zu können. Die EU arbeitet ja mit den afrikanischen Staaten wirklich mit Zuckerbrot und Peitsche. Diejenigen, die mitmachen bei der Flüchtlingsabwehr, bekommen Geld, die anderen nicht. Und das soll ja auch noch verschärft werden. Man spricht vom besseren Migrationsmanagement. Das klingt schon sehr gut, aber was ist es? Es ist Ausbildung des Grenzschutzes, Lieferung von Drohnen und anderen Sachen zur Flüchtlingsabwehr. Und also hier müsste man wirklich noch mal genauer hinter die Kulissen schauen, was da alles läuft. Nun, Sie haben es auch schon angedeutet, man muss vielleicht auch ein bisschen zurückschauen, wenn man die Gegenwart, die sogenannte Flüchtlingskrise, die ja keine Krise der Flüchtlinge ist, sondern eine Krise der Flüchtlingspolitik in der europäischen und der deutschen, diese Flüchtlingskrise ist wirklich alles schon mal da gewesen und man muss es vor diesem Hintergrund auch sehen. Also ein Landesinnenminister zum Beispiel, lassen Sie mir das Beispiel mal nennen, ein Landesinnenminister fordert wirksame Maßnahmen zur Eindämmung des Zustroms unechter Asylbewerber. Ein bayerischer Ministerpräsident wirft der Bundesregierung vor, nicht durch eine Änderung des Asylrechts den Bundesländern die Möglichkeit zu eröffnen, mit dem Heer der Scheinasylanten, wie er sagt, fertig zu werden. Der Ministerpräsident spricht von kommerzialisierten Reisegruppen, die mit Jumbos und Omnibussen aus Pakistan und anderen Ländern unter Missbrauch des Asylrechts über die Grenze kämen. Und er sagt weiter wörtlich, wir können in Bayern nicht sagen, kommt alle zu uns, die ihr mühselig und beladen seid, aus allen Ländern der Erde, dann würde man hier bald die Einwohnerzahl von China haben. Zitat Ende, das war Franz Josef Strauß 1980. Ja? Also diese Zitate, diese Vergifteten lassen sich fortsetzen. Die Brandbriefe der Landeschefs an die Bundesregierung, dass Städte wie Essen, Frankfurt am Main einen Stopp für Asylbewerber erlassen, das war alles 1979, 1980. Da hatten wir schon die erste Asylkrise. Also das ist nicht neu und man erinnert sich daran im Eiltempo Asylverfahren, Beschleunigungsverfahren und alles in Vergessenheit geraten, fast. Denn aber in der Flüchtlingskrise von 1979-80 wurde diese unsägliche Diskussion über die Asylpolitik in Gang gesetzt, die bis heute anhält. Und dazu gibt es jede Menge Beispiele, Kampfbegriffe wie Asylantenflut, die giftigen Zitate. Man könnte es weiter fortsetzen. Auch aus den Jahren 1992-93, als der sogenannte Asylkompromiss beschlossen wurde. Auch hier hatten wir ja damals Asylbewerberzahlen von fast einer halben Million. Der Bundeskanzler damals, Helmut Kohl, sprach von einem Staatsnotstand und sagte, die Grenze der Belastbarkeit ist überschritten. Die Situation hat sich dramatisch zugespitzt. Wenn jetzt nicht gehandelt wird, stehen wir vor der Gefahr einer tiefgehenden Vertrauenskrise gegenüber unserem demokratischen Staat. Ja, ich sage es mit Bedacht, eines Staatsnotstandes. Zitat Ende von 1992. Auch in der Aussiedlerkrise können Sie das sehen. Auch bei den Diskussionen über die Obergrenze. Wir hatten ja schon eine Obergrenze, auch schon für Gastarbeiter in sogenannten überlasteten Siedlungsgebieten, auch hier in Berlin. Also alles schon mal da gewesen. Symbolpolitik, Rückkehrprämien für Türken und andere, die gezahlt wurden. Alles das gab es schon mal und das wiederholt sich bis zum heutigen Tag. Auch wenn wir heute an den Tag denken der Fremdenfeindlichkeit, auch das ist ja leider nicht neu. Ja, 1998 warnte die Ausländerbeauftragte des Berliner Senats, Barbara John, CDU, vor fremdenfeindlichen Übergriffen hier in Berlin und sagte, die Ausländer würden sich kaum noch ins Umland trauen. Sie warnte Ausländer davor vor einem Besuch Ostberliner Randbezirke in den Abendstunden, das war 1998. Ja, die Zitate lassen sich wirklich fortsetzen. Es strömen die Tamilen zu Tausenden herein und wenn sich die Situation in Neukaledonien zuspitzt, dann werden wir bald die Kanaken im Land haben. Das war auch wieder Franz Josef Strauß oder der Berliner Innensenator. Also ich könnte Ihnen da noch viel sagen. Auch
die Umfragen, die Studien aus den 1980er Jahren erschreckend, dass damals 18% sagten, unter Hitler hatte es Deutschland eigentlich besser. Also nicht neu, aber wenig dagegen getan, kann man sagen. Und Realitätsverweigerung, dass wir längst Einwanderungsland sind, keine Konsequenzen daraus gezogen. Migrationspolitik war und ist immer wieder ein Spielball im Parteienstreit. Es geht weniger um die Lösung von Integrationsproblemen oder gar um die Einwanderer selbst, als um Machterwerb und Machterhalt. Das lässt sich ganz detailliert beweisen. Eine Realitätsverweigerung bis zum heutigen Tag. Aber heute ganz natürlich ein Bollwerk Europa gegen die Flüchtlinge, die nicht mehr kommen sollen und die abgewehrt werden, aber zu welchem Preis? Die Behinderung der privaten Rettungsschiffe-Aktionen im Mittelmeer, denen vorgeworfen wird, sie würden mit Schleuserbanden zusammenarbeiten. Das hat bis jetzt noch kein Mensch beweisen können, aber es wird auch da in die Welt gesetzt von Italien oder vom früheren Bundesinnenminister. Also das Motto, ihr haltet uns die Armen vom Leib, wir bezahlen, ist zu sagen. Im Niger die Abkommen, die Sicherheitskräfte, Armeeangehörige, Justizbeamte sollen trainiert werden in Staaten, die überhaupt keine Justizbeamten haben. Die Militarisierung der Migrationspolitik, die allen voran der italienischen Marine, die im Einsatz ist und die Bekämpfung der Schlepperbanden, ja, das ist auch ein Dauerthema natürlich, aber die Schlepperbanden haben erst so richtig aufgeblüht, nachdem die Grenzen dicht gemacht wurden und nur noch diesen Weg über sie gibt. Und sie finden immer neue Routen über das Schwarze Meer plötzlich oder über andere Wege. Sie sind da mehr als erfinderisch, um das vorsichtig zu sagen. Nun, worum geht es denn eigentlich, wenn wir über das Thema sprechen, um die globale Ungleichheit und das Weltflüchtlingsproblem? Und nicht um Reaktionen auf die aktuelle sogenannte Flüchtlingskrise mit alten Reflexen. Die neue Völkerwanderung ist doch so etwas wie ein Fieberthermometer, das die Krankheiten der Welt misst, oder ein Seismograph für eine Welt in Unordnung. Flüchtlinge sind gleichsam die Überbringer der schlechten Botschaft von Kriegen, Bürgerkriegen, Menschenrechtsverletzungen, Armut, Hunger und wirtschaftliche Ungerechtigkeit auf der Welt. Ihr Erscheinen rüttelt uns auf, sollte es zumindest zeigen, in welcher Krise sich die Welt und damit auch wir uns selbst befinden. Ja, seit Jahrzehnten wird über das sogenannte Ausländerproblem oder die Flüchtlingskrise geredet. Aber das eigentliche Problem, die eigenen Probleme werden nicht benannt. Wenn man das täte, dann würde es unbequem. Man würde aber zu den eigentlichen Fluchtursachen vorstoßen, wie die sozialen, politischen und wirtschaftlichen Ungerechtigkeiten auf der Welt, die es zu beseitigen gilt und ein ungrundsätzliches Umdenken und Handeln erfordern. Es geht darum zu teilen, nicht nur zu spenden, wobei eine großartige Hilfsbereitschaft der Zivilgesellschaft ja da war. Es haben ja 10% aktiv geholfen, 30% gespendet in der sogenannten Flüchtlingskrise. Aber es geht weiter, wir müssen auch daran denken, zu teilen und diese Perspektive eröffnen. Aber die Regierungen suchen weiterhin Zuflucht bei der Politik der Angst. Seit das Feindbild Bedrohung durch den Kommunismus, schrecklich Sowjetunion, zusammengebrochen ist, entstand im Westen ein neues, die Bedrohung durch den Islam und durch die Flüchtlinge. Mit diesem Feindbild werden Vorurteile geschürt. Die Ausländer- und Flüchtlingspolitik wurde immer wieder zum Machterwerb, schon gesagt, und Machterhalt eingesetzt in Wahlkämpfen auf Bundes-, auf Landesebene. Und auf europäischer Ebene das Gleiche. Großbritannien, haben wir es ja gesehen, zum Brexit geführt. In Österreich, Italien jetzt auch wieder die Wahlerfolge. Flüchtlingsabwehrpolitik, das kann es ja nicht sein. Wir brauchen eher eine gemeinsame Anstrengung in der Außensicherheits- und Entwicklungspolitik in Europa. Und Warnungen hat es da auch wieder genug gegeben, was das Thema angeht. Der Klapperwurm 1991 hat es vorausgesagt, dass keine Maßnahmen die Einwanderungsbewegung wirkungsvoll stoppen werden. Oder auch ein Zitat: Die Fluchtbewegungen werden anhalten, sogar anwachsen und durch noch so effiziente Kontrollen an den Grenzen nicht aufzuhalten sein. Das hat gesagt ein Bundesinnenminister, der hieß Wolfgang Schäuble, 1991. Also die haben alle recht behalten. Nun wird ja immer wieder gesagt, legale Zuwanderungsmöglichkeiten müssen geschaffen werden. Das ist ja auch der Weg. Aber was passiert denn? Ein paar Modellversuche, die da gemacht werden.
auch seitens der EU im Großen und Ganzen reine Lippenbekenntnisse, es Neuansiedlungsprogramme für Flüchtlinge, das ist alles viel zu wenig. Pilotprogramme, ja, viel zu wenig Absichtserklärungen. Man muss etwas tun, die Kultur des Teilens, über die wir diskutieren sollten. Und letztendlich geht es ja auch um die innere Einstellung, um eine Frage der Haltung gegenüber Flüchtlingen und Fremden, die keine anonyme Masse sind, sondern einzelne Menschen mit ihrem Schicksal, eine Nagelprobe für Politik und Gesellschaft, für unsere Demokratie und unsere Werte, die immer wieder beschworen werden, an die sich auch die Flüchtlinge halten sollen. In der Krise liegt ja auch die Chance, gemeinsam Einheimische und Zugewanderte eine Vision für unsere Einwanderungsgesellschaft zu entwickeln. Wie sollen wir das friedvolle Zusammenleben gestalten auf der Grundlage gemeinsamer Werte und in klarer Abgrenzung zu Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus. Aber auch es geht um die Weltwirtschaftsordnung, unsere Handelspolitik, solange wir also unsere Hähnchen in Afrika billiger verkaufen, als sie dort produziert werden können und solche Dinge mehr. Sie kennen das, braucht man sich ja nicht wundern, dass wir selbst Fluchtursachen durch unsere Handelspolitik schaffen. Und die Hälfte aller Flüchtlinge auf der Welt sind Kinder. Diese ganzen Dinge gilt es sich zu erinnern. Wir brauchen sicher so etwas wie eine Weltflüchtlingspolitik. Das ist aber auch nicht neu. Kein Staat kann das Thema ja alleine bewältigen. Das ist richtig. Also die EU muss ja tun. Aber was da abläuft, ist ja eher mehr als traurig. Wir haben das ja auch alle verfolgt. Dass Staaten wie Ungarn oder andere sagen, wir nehmen einfach keine Flüchtlinge auf. Es wurde beschlossen, 160.000, was ja nun wirklich nicht viel ist, zu verteilen. Das hat auch nicht geklappt. Und dann werden die Staaten wie Ungarn dann auch verklagt vom Europäischen Gerichtshof. Und es wird gesagt, ihr müsst das machen, das ist ein Beschluss. Und die sagen, das ist überhaupt nicht, wir machen das einfach nicht, fertig. Also auch da muss man wieder sagen, wir wird von den Flüchtlingen und uns allen in der Zivilgesellschaft erwartet, dass wir uns nach Recht und Ordnung und Gesetz handeln. Und hier sagt ein Staat einfach, mache ich nicht. Interessiert mich nicht, mache ich nicht mit. Eine Weltflüchtlingspolitik im Rahmen der Vereinten Nationen ist zu denken und zu diskutieren. Es gibt ja dieses Jahr auch noch die Bemühungen um einen globalen Gesellschaftsvertrag für Migranten und Entwicklung, Global Compact on Migration. Und Deutschland hat ja mit Marokko den Vorsitz sogar, dieses Abkommen zu schließen. Allerdings ist natürlich, Sie haben das ja auch verfolgt, Trump schon wieder ausgestiegen gleich aus diesem Prozess, hat gesagt, da machen wir nicht mit, obwohl sein Amtsvorgänger, oder wahrscheinlich gerade, weil sein Amtsvorgänger das so forciert hatte, um sich von ihm abzugrenzen, hat er gesagt, wir machen bei diesen Bemühungen, ein internationales Abkommen zu Flüchtlingen, zur Migration zustande zu bringen, nicht mit. Denn, so heißt es auch in der Begründung, die Migration und die Einwanderung ist ein Thema, das nur von Amerikanern, und zwar nur von Amerikanern, zweimal betont, entschieden wird und nicht von jemand anders. Und das haben wir ja auch zu beobachten und zu beklagen zurzeit. So etwas wie die Globalisierung des nationalstaatlichen Denkens, gerade auch im Flüchtlingsbereich und nicht nur da. Nicht erst seit Trump, das geht ja schon früher los. Also alle berufen sich auf ihr Land zuerst. Das ist nicht nur Trump. Ein Marshallplan für Afrika, auch das ist ja im Gespräch und könnte man diskutieren und sollte man diskutieren, ob das ein Ansatzpunkt ist. In dem Zusammenhang auch wieder die Horrorzahlen von Millionen von Afrikanern, die sozusagen auf gepackten Koffern sitzen und kommen könnten. Die Frage ist, ist das sinnvoll, solche Szenarien zu verbreiten? Es ist ja gut gemeint, um zu sagen, also hier, wenn wir nichts tun, passiert das, aber es wird wohl eher vielleicht Ängste schüren als Ängste abbauen. Also hier sollte man auch wirklich schauen, was man sagt und die Fluchtursachen beseitigen. Aber wie, ein weites Thema, über das viel gesagt wird, aber zu wenig getan wird. Das fängt ja bei ganz konkreten Sachen auch an im internationalen Bereich. Wenn das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, UNHCR, nicht genug Geld hat, um die Flüchtlinge zu betreuen, braucht man sich nicht wundern, dass sich manche auf den Weg machen. Und der chronische personelle und finanzielle Mangel bei UNHCR wird ja auch seit langem beklagt. Nur 2% seiner Gelder kriegt das Flüchtlingshilfswerk ständig.
Den Rest, 98%, müssen sie selber durch Spenden sozusagen von den Ländern einsammeln und bewegen sich mit dem Klingelbeutel jedes Jahr durch die Landschaft, die internationale Politik, und sagt, gebt uns Geld für die Flüchtlinge. Das kann es nicht sein. Wenn man wirklich Fluchtursachen beseitigen will, dann muss auch zum Beispiel das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen entsprechend ausgestattet sein. Und Veränderungen im Weltwirtschaftssystem, wenn man das Flüchtlingsproblem wirklich lösen will, darüber muss man diskutieren. Und Sie haben es ja auch schon gesagt, Papier ist geduldig. Man muss natürlich immer wieder Papiere verfassen. Und ich finde das, was die Böll-Stiftung gemacht hat, hervorragend. Es geht ja darum, die Sachen dann umzusetzen. Und da wird es dann natürlich entsprechend schwierig. Und Vorschläge gibt es wirklich hervorragend über die Jahre hinweg. Und es gibt auf der anderen Seite die Vorschläge natürlich auch, jetzt auch wieder von AfD und anderen, zum Beispiel den Artikel 16 des Grundgesetzes ganz zu streichen. Jetzt sage ich mal ganz provokant, das könnte man ruhig tun, es würde nicht viel ändern. Denn wie viel Prozent kriegen politisches Asyl in Deutschland noch nach Artikel 16a Grundgesetz? 0,7%. Also die meisten sind es nach der Genfer Flüchtlingskonvention. Und auch da wird ja schon die Axt angelegt und gesagt, die können wir auch noch an, aber das will keiner so richtig machen, die könnten wir auch noch aufkündigen. Da würde der Staat also international sehr, sehr schlecht dastehen. Und außerdem wissen selbst die Befürworter einer solchen Maßnahme, dass die Flüchtlinge auch kommen würden, selbst wenn es das nicht mehr gäbe. Also hier müssen wir, glaube ich, als Zivilgesellschaft sehr schauen, gerade auch mit Libyen, wo sich die EU aus meiner Sicht versündigt hat mit diesen Abkommen, die da getroffen wurden. Aber auch die afrikanischen Staaten, das waren im November 2017 in Abidjan auf der Konferenz der EU mit der Afrikanischen Union, auch Krokodilstränen auf beiden Seiten, die vergossen wurden. Die EU sich beklagt hat über die Sklavenmärkte in Libyen, wo man, wie gesagt, Afrikaner kaufen kann. Die Afrikaner natürlich hoch emotionalisiert mit dem Thema Sklavenhandel sich aufgeregt haben, aber auch manche Staaten selbst daran schuld sind, dass die Leute ja sich auf den Weg machen, dass sie in solche Situationen in Libyen geraten. Also hier muss man, glaube ich, auch die Krokodilstränen auf beiden Seiten sehen und schauen, dass die Regierungen Good Governments, die Menschenrechte einhalten, gute Regierungsführung machen und das, wenn man denen Geld gibt, das genau beobachten und kontrollieren, was viel zu wenig passiert, was dann da wirklich draus gemacht wird. Nun, ich könnte natürlich jetzt noch viel erzählen aus dem Buch, aber dann, wie gesagt, wäre es zu Ende. Also ich höre jetzt einfach mal auf mit dem Gedanken zu sagen, wir als Zivilgesellschaft müssen, glaube ich, hier zum Beispiel bei der Europawahl im nächsten Jahr einfach mal unsere Damen und Herren Abgeordneten mal fragen, was da eigentlich los ist in der Asyl- und Flüchtlingspolitik. Und wir haben Einfluss und ich glaube auch der heutige Abend zeigt ja und andere Gelegenheiten. Das war am Freitag eine Diskussion in Stuttgart über Afrika. Und es waren 400 Leute da, also die alle engagiert sich haben. Und es zeigt ja, man lässt sich manches doch nicht mehr gefallen, glaube ich. Und es gibt viele Leute, die guten Willens sind. Und die zum Beispiel, Cem Özdemir's Rede im Bundestag, ja, hat er da in eine Welle geschlagen. Und ich glaube schon, wir können einiges tun und sollten genau hinschauen, was in der Flüchtlingspolitik passiert. Und uns, glaube ich, nicht mit dem abfinden, wie es jetzt zurzeit abläuft. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Herr Mayer-Braun. Vielleicht, bevor wir in die Diskussion einsteigen, falls da irgendwas jetzt Verständnisfrage ist, lasse ich das dann zu. Keine Diskussion, keine Kommentare. Wir kommen noch dazu. Mich würde einfach, Herr Mayer-Braun, interessieren, einfach als Einstieg in unsere Diskussion. Sie haben ja vor allem in Ihrem Buch beschrieben, wo wir die Knoten nichts geschafft haben zu verbinden. Auf der einen Seite eine große Solidarität, eine große Anteilnahme
und dann gleichzeitig aber auch die lang anhaltende Stimmung, die gegen Flucht und Geflüchtete gemacht wird, die zum Glück auch über die Jahre jetzt nicht eine starke nachhaltige Wirkung in die Gesellschaft hatte, sondern eher so bei Plattitüden und bei verbalen Auseinandersetzungen geblieben ist. Aber wir haben, glaube ich, nicht seit Sommer 2015, sondern auch kurz davor mit Pegida und so weiter eine Reihe von Tendenzen, die so ablehnend geworden ist. Was läuft in der Gesellschaft, was läuft in Europa, was jetzt nochmal das Thema so sehr auf die Agenda ruft und vor allem auch eine gewisse Feindseligkeit auch an den Tag befördert. Gleichzeitig, also ich möchte wirklich hier betonen, neben der großen Solidarität und Anteilnahme, aber gleichzeitig auch, dass eine Tendenz von Ablehnung, von Hass und von Feindseligkeit auch gleichzeitig geschieht. Ja, auch das muss man einschalten, oder geht es so? Geht so, ne? Also die, auch das ist, man muss mal zurückblenden, wirklich nicht neu. Es hat in Deutschland schon immer einen Teil der Gesellschaft gegeben, die aufgeschlossen war gegenüber den damaligen Gastarbeitern oder anderen Flüchtlingen in den 1990er Jahren. Ich erinnere mich noch gut an die Zeit. Stuttgart hatte mehr Flüchtlinge aufgenommen als ganz Großbritannien zum Beispiel. Ja? Also das hat es alles schon gegeben, die Zivilgesellschaft, die dahingestanden ist. Gleichzeitig ein Teil, der ablehnend ist. Das gibt es in allen Einwanderungsgesellschaften, in den klassischen USA, Kanada, überall ist das so. Und da braucht man sich auch nicht wundern. Ich meine, das ist, wenn das so von der Politik, wie kurz nur angedeutet, abläuft, dass hier nicht Vorurteile abgebaut, sondern eher, ob bewusst oder unbewusst, spielt keine Rolle, geschürt werden, braucht man sich nicht wundern, dass ein Teil der Gesellschaft auch ablehnend ist und bleibt. Und man muss es aber natürlich auch verstehen, dass Leute Angst haben vor Einwanderung, vor Zuwanderern. Das ist ja auch zu verstehen, nur die Frage ist natürlich, und Angst haben, es geht an Geldbeutel, an die Renten und sowas, das kann man doch aber vernünftig erklären. Und wenn man das macht, glaube ich, kann man auch sehr viele überzeugen, einen gewissen Prozentsatz nicht. Das ist ganz klar. Man muss sagen, vielleicht 10-20% kann man abschreiben, leider ist es so. Aber nicht nur bei uns. Das heißt ja nicht, dass man die Hände in den Schoß legen sollte deswegen, sondern ganz im Gegenteil. Aber ich halte das sozusagen in Anführungsstrichen für natürlich, diese Spaltung. Nur, was machen wir daraus? Das ist das Wichtige für die Zukunft. Also es gibt keine Verständnisfrage, sehe ich. Dann gehe ich zu Miriam über. Miriam Koch war für lange Zeit, zumindest seit 2015, glaube ich, Flüchtlingsbeauftragte der Stadt Düsseldorf. Das heißt, du warst direkt in der Kommunalpolitik engagiert. Und Städte und Kommunen waren ja in erster Linie einfach auch massiv betroffen. Sie sind sehr unterschiedlich mit der Herausforderung umgegangen. Düsseldorf hat sich für den Weg entschieden, eine Flüchtlingsbeauftragte dann auch mit einer gewissen Autorität auszustatten, um das besser zu managen. Was hat es mit der Stadt gemacht, mit der Stadtbevölkerung? Wie sehr hat es auch die Bevölkerung oder die Gesellschaft politisiert? Also ich glaube, das war damals wirklich der richtige Weg. Wir hatten 2014 Kommunalwahlen in NRW. Wir hatten in Düsseldorf einen Machtwechsel. Wir haben einen neuen Oberbürgermeister bekommen. Wir haben dann im Herbst 2014 von der neuen Mehrheit beschlossen, einen runden Tisch Asyl schon eingerichtet, weil sich abgezeichnet hat, dass 2015 was passieren würde. Und dann war aber auch klar, dass in Düsseldorf wie in vielen anderen Kommunen wir mit den prognostizierten Zahlen schon nicht mehr zurechtkommen würden, weil wir natürlich auch wie viele andere Kommunen Unterbringungskapazitäten zurückgefahren hatten, als es ja faktisch nicht möglich war, eigentlich Asyl in Deutschland zu beantragen. Dann war klar, wir würden diese Herausforderung nicht schaffen, und da kam eben ausdrücklich auch der Oberbürgermeister auf die Idee, wir brauchen noch jemanden, der dieses Geschäft, was ja viele Teile der Verwaltung betraf, koordiniert, das war ich.
Das war eine richtig gute Entscheidung von ihm. Ich war am Anfang eigentlich mehr Bürgerinnen und Bürgerbeauftragte. Wir mussten ganz viel neue Unterkünfte bauen und ich bin durch alle Stadtbezirke mehrmals gezogen, habe große Infoveranstaltungen gemacht und habe erläutert, was jetzt kommt. Dass wir Gemeinschaftsunterkünfte bauen werden. Ich habe das immer zusammen gemacht mit den Wohlfahrtsverbänden, die in den Unterkünften die Betreuung gemacht haben und noch machen. Wir haben erläutert, wie ist das Asylverfahren, welche Leistungen stehen den Menschen zu, welche Sprachkurse werden gemacht, wie werden die betreut, wie ist unser Konzept, ein Sicherheitskonzept wurde ganz schnell ja erfragt, wie bringen wir besonders Schutzbedürftige unter und so weiter und so weiter. Und diese Öffentlichkeitsarbeit hat uns immens geholfen. Dann kam der Sommer 2015 und wir mussten Amtshilfe für das Land leisten und ehrlich gesagt, das wird in den anderen Bundesländern nicht anders gewesen sein als in NRW. Die Kommunen haben den Ländern die Situation gerettet. Wir haben es gemacht, weil wir, die Länder hatten alle keine Unterbringungskapazitäten mehr. Wir haben das gemacht. In Düsseldorf waren wir dann auch ab September 2015 Drehkreuz in NRW. Da kamen dann nämlich die Sonderzüge an. Und wir haben das 4 Monate lang gemacht. Wir haben auch über Weihnachten und Silvester noch Züge bekommen. Das bedeutete für uns jeden zweiten Tag bis zu 1500 Menschen kurz aufgenommen, versorgt, verpflegt und in die Notunterkünfte des Landes weiterverteilt. Wir haben das in einem sehr geschützten Rahmen gemacht, weil wir auf Erfahrungen aus Dortmund zurückgreifen konnten. Da ist das, glaube ich, ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Wir haben das in einem wirklich geschützten Rahmen gemacht, aber im Nachhinein kann ich mich fast ärgern, dass wir da nicht eine Art Fortbildungsveranstaltung draus gemacht haben und sehr viele Menschen in dieses Hilfenetzwerk eingebunden haben, weil alle die da waren, das waren Wohlfahrtsverbände, Ehrenamtliche, die Stadtverwaltung, die werden diese Zeiten nicht mehr vergessen und bei denen hat sich das Bild von Flucht geändert. Also alle Menschen, die zu uns in die Kommunen kamen, waren ja schon seit einiger Zeit in Deutschland. Da, auf diesem Drehkreuz, da hat Flucht stattgefunden. Die Leute, man konnte es den Leuten ansehen, wir konnten es riechen. Es war in diesem Raum und das hat uns alle nachhaltig geprägt. Und das war wirklich eine Art von Fortbildung und eine Art von Idee. Was heißt das eigentlich? Plötzlich war die Welt tatsächlich, die Probleme der Welt waren tatsächlich bei uns. Aber wir haben es gelöst und wir haben auch jetzt die Weiterentwicklung gemacht. Die Flüchtlingsbeauftragte gibt es nicht mehr. Wir bekommen im Moment keine Zuweisungen mehr. Mich gruselt es ein bisschen, weil ich weiß, dass es auch letztes Mal so war, dass die Frühwarnsysteme nicht funktioniert haben und wir deswegen so überrollt worden sind. Es war keine Flüchtlingskrise, es war eine Krise der Verwaltung zum Beispiel und der Ebenen. Das hätte nicht sein müssen, wenn wir früher bessere Zahlen gekriegt haben. Aber tatsächlich, wir haben im Moment keine Zuweisungen mehr, aber wir haben den nächsten Schritt gemacht, haben ein Amt für Migration und Integration gegründet. Ich bin die Amtsleiterin und was ganz wichtig ist, da ist auch die kommunale Ausländerbehörde mit dabei. Denn für das, was für viele folgt nach der ersten Unterbringung, nämlich die Möglichkeit zu bleiben und sich zu integrieren, da hängt es oft an den Ausländerbehörden, wie dieser Weg dann wirklich laufen kann. Das ist tatsächlich auch ein Novum, dass man mit dem Thema Karriere machen kann. Glückwunsch. Normalerweise ist es ja eine Sackgasse, Migration und Flüchtlingspolitik. Es hätte auch schief gehen können, genau. Aber es ist zunächst mal auch eine Modernisierung der Verwaltung, finde ich, wenn es gelingt, die verschiedenen Themen, aber auch die verschiedenen Behörden, die damit beschäftigt sind, so zusammenzufassen, dass sie unter einem Amt für Migration und Integration im Grunde genommen in eine Richtung, die wir auch die Gesellschaft oder auch die Politik bewegen wollen, nämlich mehr sich als Einwanderungsland zu bekennen. Cem, du hast in vielen Gelegenheiten dich politisch eingemischt, vor allem in den letzten Jahren, weil du zum einen die europäische Politik ja auch mit thematisierst, auch mit kritisierst, bis hin zu persönlichen Anfeindungen, die du erleben musst. Wie hat sich Politik in den letzten Jahren verändert im Umgang miteinander, aber auch inwiefern das Thema die Agenda so sehr dominiert hat, dass es nur noch um das eine geht? Also vor allem auch in der Oppositionspolitik, in der Politik, wie sich die Gesamtgesellschaft sich auch neu orientiert, auch zusammenrückt oder auch auseinandergeht. Was können wir daraus lernen vor allem? Ja, guten Abend allerseits. Also
Karl-Heinz Meyer-Braun und ich kennen uns ja auch schon sehr lange und Sie haben jetzt recht darauf hingewiesen, manche der Debatten sind für die, die schon länger sich mit den Themen beschäftigen, nicht so ganz neu, auch Begrifflichkeiten. Der Islam gehört zu Deutschland, gehört nicht zu Deutschland, hatten wir alles schon mal, ist noch gar nicht so ganz lange her. Der Streit um die Leitkultur ist jetzt ein Streit mit Friedrich Merz verbunden, auch nicht so ganz neu, ist wiedergekommen. Also es hat was mit Daten, mit Terminen zu tun, die kommen. Wahlen sind Anlass gerne für solche Themen, natürlich dann auch mit äußeren Ereignissen, das ist völlig klar. Und Sie haben ja zu Recht darauf hingewiesen, 92 hatten wir schon mal so eine Debatte, die ist dann ja gemündet in der Änderung des Asylrechtsparagrafen mit einer, würde man sagen, vorsichtig formuliert, mit einer Wahnsinnsverunstaltung. Mehr will ich dazu gar nicht sagen. Also insofern sind manche Sachen Wiedergänger. Allerdings, und das hat vielleicht die neue Qualität, 2015 hatten wir es mit einer christdemokratischen Bundeskanzlerin zu tun und einer konservativ geführten Regierungsmehrheit, also nicht mit einer rot-grünen Regierung. Und die Tatsache, dass die Bundesrepublik Deutschland quasi irreversibel zu einem Zuwanderungs- oder Einwanderungsland geworden ist. Und die Frage, die unter Rot-Grün ja noch hoch kontrovers war, ich erinnere an die erste Regierungserklärung von Gerhard Schröder, der sagte, Deutschland ist ein Einwanderungsland. Das war damals noch eine Art revolutionäre Tat, heftig umstritten, hat das Land gespalten. Schärfste Reaktion aus den Reihen der Union, also was die Altvorderen angeht, bei den, sagen wir mal, jüngeren Mitgliedern war es damals schon so, die hatten das Gefühl, da schleppen wir noch irgendwie Altlasten mit rum, die aber eigentlich nicht mehr zeitgemäß sind. Aber jedenfalls heftig umstritten. Jetzt kommt eine Angela Merkel daher und sorgt dafür, dass das, was links wahrscheinlich nie geschafft hätte, eine christdemokratische Bundeskanzlerin quasi diese Frage beantwortet und sagt, um die Frage, ob Zuwanderung stattfindet oder nicht, geht es nicht mehr. So, es geht jetzt nur noch um die Frage, welche Zuwanderung, wie und wie organisieren wir das? Und damit ist das Licht gerückt worden auf eine Frage, auf die Sie ja auch schon zu Recht seit langem hinweisen, nämlich auf die Frage, sind wir denn gut darauf vorbereitet? Das ist auch die Debatte, mit der ihr euch beschäftigt. Was heißt das für das Thema Sprache? Was heißt das Thema für das Thema Arbeit? Und wenn wir ehrlich sind, das würde ich jetzt an unsere Adresse sagen, also ich würde es für mich sagen, Sie müssten es für sich beantworten. Der dritte Punkt, den haben wir, glaube ich, alle ein bisschen unterschätzt, das ist die kulturelle Dimension der Integration. Also dass es natürlich auch darum geht, bei Menschen, die aus Ländern kommen, die keine Demokratien sind, die autoritäre Gesellschaften sind, wo Frauen unterdrückt werden, wo ein patriarchalisches Männerverständnis herrscht oder Geschlechterverständnis herrscht, dass man die vorbereiten muss auf das Leben, das sie hier erwartet. Das haben wir spätestens bei der Kölner Silvesternacht, glaube ich, sehr deutlich vor Augen geführt bekommen. Also das löst nicht der Markt, sondern es ist anstrengend, das ist harte Arbeit, das ist auch mit Rückschlägen verbunden. Und ich würde jetzt mal rückblickend für 2015 sagen, wenn man jetzt mal, also man kann ja auch mal stolz sein aufs eigene Land und mal sagen, das haben wir eigentlich richtig gut gemacht. Vor allem die Zivilgesellschaft hat das großartig gemacht, die Bürgergesellschaft hat das großartig gemacht. Aber wenn man jetzt mal selbstkritisch zurückblickt, würde ich sagen, da glaube ich, hätte man deutlicher erklären müssen, was das mit der Gesellschaft macht und was das für uns alle bedeutet. Und das meine ich jetzt, vielleicht mache ich mich jetzt beim einen oder anderen unbeliebt, in alle Richtungen. Das meine ich jetzt nicht nur in die Richtung derjenigen, die damals regiert haben, sondern das meine ich auch mich als Oppositionspolitiker, auch diejenigen, die an den Bahnhöfen standen. Zu glauben, das bleibt jetzt so. Also wir übergeben da Esspakete und Teddybären und dann läuft es schon irgendwie. Das wird natürlich nicht so sein. Das sieht man jetzt ja bei den schlimmen Dingen, die halt auch passieren. Und zwar sowohl was die Angriffe gegen Flüchtlinge angeht, als auch andersrum, wenn es dann eben irgendwelche, was weiß ich, islamistischen Übergriffe gibt oder sonst was gibt. Wobei Sie ja zu Recht darauf hingewiesen haben, andere haben das auch gesagt, die Bundeskanzlerin hat es in ihrer Rede heute richtigerweise gesagt, dass das auch nicht ein Phänomen ist, das ab 2015 aufgetreten ist und auch davor schon es gab, so wie es Leute gab, die schon da sind, haben wir es auch mit Konvertiten zu tun. Da wird ja oft simplifiziert. Also zusammengefasst würde ich sagen, wenn man Akzeptanz möchte und Zustimmung möchte, ist es wichtig, dass man nicht schön redet. So dass man auch benennt, dass es Probleme gibt und dass diese Probleme nervig, anstrengend sind und dass man sich drum kümmern muss. Und das andere ist, weil du ja gefragt hast, wie hat sich das verändert,
Das hat natürlich das Land verändert. Ich komme jetzt gerade von der Bundestagsdebatte, der Regierungserklärung. Anschließend hat ja der AfD-Fraktionsvorsitzende geredet und hat sich nicht entblödet zu sagen, dass die Kanzlerin dank der AfD das erste Mal wieder das Wort Deutsche in den Mund genommen hätte. Ich meine, also es ist ja mein Job als Oppositionsabgeordneter, die Frau Merkel zu kritisieren, aber ich finde, es gibt ja auch noch sowas wie Anstand und Ehrlichkeit, also das stimmt nun einfach nicht. Also man kann der Frau Merkel wirklich viel vorwerfen, aber es ist einfach so ein absurder Vorwurf. Aber der Vorwurf zielt natürlich darauf ab, Ressentiments zu bedienen, nach dem Motto, wegen diesen Flüchtlingen darf man als Deutscher nicht mehr sagen, dass man Deutscher ist. Das ist ja die rhetorische Figur, um die es da geht. Oder der permanente Tabubruch durch die AfD, in dem Begriffe gesetzt werden, die wir früher nicht benutzt haben, weil sie eine klare völkische Konnotation haben und der Referenz auf die Zeit vor 45 sind. Das machen die ja nicht als Ausrutscher, sondern es ist klare Absicht, zu gucken, was passiert. Und wenn nichts passiert, dann gilt es ab jetzt. Und ab dann kannst du das nächste Tabu brechen. Darum ist mir der Kragen geplatzt in der Rede, weil ich irgendwie das Bedürfnis hatte, jetzt gar nicht als Parteienvertreter, sondern auch sowas wie den Stolz der liberalen Bürgergesellschaft zu zeigen, dass wir uns untereinander heftig zoffen, aber es gibt auch eine rote Linie. Und die rote Linie ist dann überschritten, wenn Leute ins Völkische abdriften. Da gibt es dann kein Gespräch mehr, sondern da gibt es harten Kampf und harten Fight und eine klare Ansage, dass das nicht geht. Und das würde ich mir wünschen, dass wir diesen Grundkonsens in der deutschen Politik post 2015 wiederherstellen. Das wird sehr, sehr schwer werden, weil wir eben fortan alle Diskussionen immer führen in einer Situation, wo die AfD mit dabei ist, auch mit ihren Pegidas und Legidas und wie sie alle heißen, mal etwas mit Messer und Gabel essen, mal die vulgärere Variante. Aber es gehört alles zu einem Block, würde ich mal sagen. Darf man sich auch nicht täuschen lassen. Und das heißt eben, im Fernsehen sind die mit dabei, in den Medien sind die mit dabei, in den Parlamenten sind die mit dabei. Und Sie kriegen das ja mit als Journalist, ich krieg's als Politiker mit. Die benutzen natürlich auch die Instrumente der Demokratie, um die Demokratie zu schwächen und zu schaden. Also das Wort mit Fake News, mit Lüge und mit Meinungsdiktat und mit Einheitsparteien und so weiter. Und da wird es jetzt, glaube ich, schwierig, Spagat hinbekommen. Einerseits über die Flüchtlingsfrage diskutieren mit ihrer ganzen Vielfältigkeit, ohne die Dinge schön zu reden und den Teppich zu kehren, die Probleme. Andererseits aufzupassen, dass wir eine harte Brandmauer richten gegen die AfD. Und in dem Spannungsverhältnis bewegen wir uns. Aber wenn wir vielleicht mal bei dem selbstkritischen Rückblick noch mal kurz bleiben. Miriam Koch hat ja auch vorhin gesagt, wie es zunächst mal auf der kommunalen Ebene einfach richtig gehandhabt wurde, also mit all den Ressourcen, die da waren. Und die Politik hat zwar handeln müssen, das haben Sie ja, Herr Mayer-Braun, gesagt, es gab keine Alternative zu dem, was getan wurde, aber die Politik mit all ihren Wissen, mit all ihren Erfahrungen... Super, ja, ne, das gehört ja dazu. Ja, das ist richtig, in Bad Urach. Bei euch in Bad Urach, würde ich sagen. Genau, bei euch daheim. Aber die Politik war still. Also die Opposition war auch still. Ich meine, du hast ja gesagt, eine christdemokratische Kanzlerin hat gehandelt. Vielleicht hat das die Opposition oder die Linke in diesem Land den Mund verschlagen. Aber es war... Also es wurde nicht notwendigerweise schön geredet, sondern mich hat es eher so die Stille überrascht. Und die Kommunen, die Zivilgesellschaft hat es in die Hand genommen, die hat es gemanagt, die Verwaltung auch nach ihren Möglichkeiten, auch wenn es vieles unbeholfen war, aber alle haben da gearbeitet. Aber erstaunlicherweise die Politik, die auch die Richtung geben soll, war denn... Also,
auch ganz selbstkritisch, auch die grüne Politik war in dem Moment unsichtbar. War sie überwältigt von der Gäste der regierenden Partei oder auch von der überwältigenden Zahl der Ankommenden? Warum war jetzt nochmal, wir haben ja jetzt die Gelegenheit einfach zu reflektieren, um in Zukunft das besser zu machen, aber warum war die große Stille in dem Moment? Also eine berechtigte Frage. Das hat natürlich ein bisschen auch damit zu tun, dass du das so beschreibst oder empfindest, dass wir erstmal selber damit beschäftigt waren, selber mit anzupacken. Also wir gingen ja in vielen Ländern, in vielen Kommunen und waren da eben halt auch vor Ort eingebunden, alles dafür zu tun. Bei uns in Baden-Württemberg war es zum Beispiel so, wir wollten mit aller Gewalt Bilder verhindern, wie es in Berlin gab. Das war uns extrem wichtig, weil wenn du solche Bilder hast, dann kippt es. Deshalb, das war klar, das darf es ums Verrecken nicht geben. Da musst du alles dafür tun. Da hat unser MP, unser Ministerpräsident an vorderster Stelle, und da muss ich wirklich sagen, Opposition, Regierung weitgehend zusammen. Und das finde ich übrigens, um mal eine Lanze für die Kommunalpolitik zu brechen, in der Kommunalpolitik habe ich oft die Erfahrung gemacht, da hast du es auch mit CSU-Bürgermeistern zu tun, SPD, Grünen und so weiter. Da wird nicht erst gefragt nach einem Parteibuch, sondern da packt man an, weil man die Probleme lösen muss. Und das ist ja auch gut so in solchen Fällen, dass man das so macht. Und oft übrigens das Gegenteil von dem, was die Regierung, also in dem Fall die CSU, Politik gesagt hat, haben die vor Ort was ganz anders gemacht, nämlich angepackt und die Dinge oft auch sehr gut gelöst. Also da waren wir beschäftigt. Und dann, da hast du recht, war es auch eine komische Situation. Du bist Grüner, Opposition, hast immer gekämpft dafür. Deutschland ist ein Einwanderungsgesetz, das neue Staatsangehörigkeitsrecht gegen die Verunstaltung des Artikel 16. Jetzt kommt die Regierung unter Merkel und macht es. Und eigentlich ertappst du dich dabei, dass du sagst, aber gescheiter wäre es schon gewesen, Frau Merkel, wenn Sie mal mit Ihren Nachbarländern auch geredet hätten. Aber ist das jetzt der richtige Augenblick, das zu sagen, wenn wir gerade so eine Debatte haben und die Angriffe von rechts außen kommen? Im Nachhinein muss man sagen, das hätte uns manches leichter gemacht, wenn sie mal zum Telefonhörer gegriffen hätte und es gesagt hätte. Oder ich nehme mal einen ganz anderen Fall, Lampedusa. Wir haben ja uns anschließend heftig empört drüber, wir alle. Da kriegt man immer schön Applaus, wenn man sagt, diese blöden anderen in der Europäischen Union, die sich weigern, Flüchtlinge aufzunehmen, unmöglich, kassieren ab, aber wollen keine, da klatschen alle. Aber zur Ehrlichkeit gehört natürlich auch dazu, haben wir Deutsche uns immer sehr europäisch verhalten in der Vergangenheit? Kann man jetzt auch ein Fragezeichen machen. In Lampedusa passierte mal ein schreckliches Flüchtlingsunglück und der damalige Innenminister war von der CSU, hieß Friedrich. Und die Italiener sagten, wir brauchen Hilfe, wir schaffen es nicht alleine. Antwort aus Deutschland, nationales Problem. Flüchtlingspolitik ist nicht europäische Zuständigkeit, sondern nationale Zuständigkeit. Löst es bei euch, geht uns nichts an. Als wir dann die Flüchtlinge aufgenommen haben und gesagt haben, hey, macht doch auch mal mit, da haben die gesagt, wie war das nochmal? Was habt ihr Deutsche uns nochmal beigebracht? Genauso machen wir es jetzt, wie ihr es uns beigebracht habt. Also das ist ganz wichtig. Ich will jetzt nicht ein anderes Thema ansprechen, aber wir diskutieren ja gerade Herrn Putins komische Sachen mit. Bei Diplomaten gucke ich immer, habe ich da was in der Hand? Aber jetzt mal ernsthaft, verhalten wir uns da fair gegenüber Polen, gegenüber dem Baltikum mit Nord Stream 2? Wir bauen da gerade eine Erdgasleitung, die geht voll an denen vorbei, berührt ihre Sicherheitsinteressen, die haben alle Angst und das kümmert uns null. Das kümmert diese Regierung 0,0. Sie macht Geschäfte mit Putin zu Lasten des Baltikums, zu Lasten Polens. Jetzt bin ich der Letzte, der die polnische Regierung verteidigt. Aber du hast natürlich schlechtere Karten, wenn du den Polen sagst, also ein paar Flüchtlinge könnt ihr schon auch aufnehmen, wenn die sagen, und habt ihr uns gefragt bei Nord Stream 2? Ihr baut da quer durch die Ostsee eine Leitung und es ist euch völlig egal, was mit unserer Sicherheit ist, was mit unserer Geschichte ist, was mit unseren Ängsten und unserer, auch der Geschichte, an der wir Deutsche ja nun auch einen gewissen Anteil haben, was Polen angeht. Also wir verhalten uns auch nicht gerade immer wie die Weltmeister in Europa und dann kommt sowas halt zurück. Das waren eben auch die Dinge, mit denen ich mich da beschäftigt habe und beschäftige. Und letzter Punkt. Das ist ja auch jetzt komisch, wenn du das als Grüner sagst. Aber jetzt gucken Sie mal an, der Fall Anis Amri. Ich meine, was macht es in einem Land, das ja für das Sicherheit, Planung, Organisation immer wichtig ist? Das hat ja schon fast bei uns eine kulturelle Dimension. Und jetzt liest du, da ist einer,
der war in Italien schon mal im Gefängnis, unsere Behörden wissen das nicht. Dann liest du, der ist im Lagezentrum zwischen Bund und Land x-mal besprochen worden und trotzdem kann der unter verschiedenen Identitäten in Deutschland sich bewegen. Dann liest du, der ist in einer salafistischen Moschee. Ich meine, was soll er denn noch mehr machen? Der hat sich sogar im Netz erkundigt, wie man irgendwie sich den ISIS-Leuten anschließt. Und alles war bekannt. Tunesien, das wir immer kritisieren, wir kritisieren ja immer die Länder da vom nördlichen Afrika, dass sie zu wenig machen. Die haben uns informiert. Die haben gesagt, der Typ ist ein Islamist. Wir haben diese Information nicht verwendet, also nicht die nötigen Schlüsse daraus gezogen, bis dann das schreckliche Attentat, der Angriff am Breitscheidplatz passiert ist. Das ist extrem gefährlich, weil dann kippt ja die Stimmung. Oder nehmen wir den Fall Franco A. Da ist ein Bundeswehrangehöriger, der kein Wort Arabisch spricht. Kein Wort Arabisch. Der geht, beantragt Asyl und was passiert? Der wird anerkannt. Das heißt, der wird als Asylbewerber anerkannt und das lesen die Leute. Und das führt natürlich dazu, dass die Akzeptanz dir flöten geht. Also ist extrem wichtig, wenn du möchtest, dass du die Zustimmung der Leute nicht kippt, dass das mit den Verfahren sauber funktioniert, dass sie zügig sind, dass sie rechtsstaatlich sind und dass dann entsprechend entschieden wird und in die eine oder andere Richtung vollzogen wird. Und wenn der Bescheid eben ist, Anerkennung, dann muss das erfolgen, was vorher gesagt wurde. Dann müssen die Leute ganz schnell Deutsch lernen, ganz schnell arbeiten dürfen und die kulturelle Integration muss stattfinden. Kinder auf die Schule, Ausbildung, bei denen es um die Ausbildung geht und die anderen auf den Arbeitsmarkt, damit dann eben vor Ort schnell gearbeitet werden kann. Also das Schlimmste, was man machen kann, ist Unentschiedenheit. Wenn die Leute keine Planungssicherheit selber haben, auch die Flüchtlinge, das ist furchtbar für ihr Leben. Denken Sie an die Duldungsketten, an die Leute, die ja, ewig Jahre da sind und nicht sicher ist, wie es mit ihnen weitergeht. Und das gleiche Problem haben wir für die Mehrheitsgesellschaft. Wenn die Mehrheitsgesellschaft nicht versteht, was da passiert und wenn die Politik das nicht schafft, diese Prozesse anständig zu organisieren. Und das ist, glaube ich, würde ich jetzt im Nachhinein rückblickend sagen, und du hast natürlich recht mit deiner Frage, nicht alles von dem, was ich jetzt gerade gesagt habe, hätte ich 2015 auch so sagen können. Da haben wir auch dazugelernt und deshalb fand ich das immer ein bisschen unanständig, wenn man jetzt da auf die Bundesregierung einhaut und sagt, wir hätten alles besser gemacht. Das hätten wir auch nicht gemacht. Mira? Ja, also ich glaube auch, dass es, doch, ich hatte tatsächlich ein paar Wochen im Sommer 2015 das Gefühl, dass es auch eine europäische Lösung geben würde. Ich gebe dir recht, warum sollten Länder mit uns Vereinbarungen treffen, mit denen wir in der Vergangenheit uns einen schlanken Fuß gemacht haben, was Asylaufnahme angeht. Das hat ja tatsächlich in den Binnenländern nicht stattgefunden. Aber ich hatte ein paar Wochen lang die Hoffnung, die Dublin-Verordnungen waren außer Kraft gesetzt. Es wurde auch im Rahmen dieser Flüchtlingszuwanderung über das Einwanderungsgesetz diskutiert. Und man hätte, selbst wenn man keine europäische Einigung hingekriegt hätte, hatte ich gedacht, dass man wenigstens in Deutschland weiterkommt. Was ist passiert? Die Asylpakete 1 und 2, nur Verschärfungen. Es wurde plötzlich über Bleibeperspektiven gesprochen, ein rechtlich völlig unbestimmter Begriff, der im Asylrecht gar nichts zu suchen hat, aber es wurde plötzlich kategorisiert. Im Mai 2015 wurde noch auf Bundesebene darüber diskutiert, dass es eigentlich Sprachkurse für alle von Anfang an geben muss. Das war plötzlich komplett wieder weg und es hieß dann auf einmal, nein, es gibt es nur für die, die eine hohe Bleibeperspektive hatten oder eben nach Anerkennung. Und das sind alles Instrumente, die man eigentlich leicht hätte umsetzen können und die dazu geführt hätten, dass die Akzeptanz auch nach so einer Zäsur, wie sie Köln war, gehalten hätte. Weil tatsächlich gibt es Einzelfälle, aber auch die sind ja ein Problem unseres Systems. Ich sag mal ein Beispiel. Als wir über 40.000 Menschen am Drehkreuz in Düsseldorf aufgenommen hatten und in die Landesunterkünfte wieder verteilt haben, habe ich mit dem Landesinnenministerium darüber gesprochen, warum wir nicht am Drehkreuz selber gleich eine Registrierung machen. Die Leute sind unregistriert weitergeleitet worden. Wir hatten in Düsseldorf die Situation und NRW war Schlusslicht bei der Nachregistrierung. Andere Bundesländer waren schneller. In Düsseldorf sind erst im September
2016 nochmal über 50% der damals Untergebrachten in den Unterkünften zur Nachregistrierung gefahren und konnten da auch erst ihren Asylantrag stellen, was ich den eigentlichen Skandal finde. Ich hatte weniger Angst, dass Leute in großer Zahl über ihre Identität getäuscht hatten, sondern das bedeutete eben über ein Jahr keinen Zugang zu den Integrationsleistungen. Und das sind alles Fehler, die hätte man auf Bundesebene leicht lösen können. Wie gesagt, Sprachkurse für alle von Anfang an. Es hat eine Verschärfung gegeben, was die Landesaufnahme angeht. Das heißt, die Menschen bleiben jetzt sehr viel länger in den Landesaufnahmen. Da ist keine Schulpflicht für die Kinder. Fatal, wirklich fatal. So wie sie in den Kommunen sind, sind sie ja schulpflichtig. Wenigstens ist das Arbeitsverbot gelockert worden. Das geht schneller. Aber allein die Kategorisierung in Bleiberechtsperspektiven spiegelt überhaupt nicht die Realität wider, weil egal ob eine Anerkennung oder nicht, die Menschen bleiben länger hier, selbst mit Duldungen. Und da muss es einen Zugang zu allen Maßnahmen geben, weil sonst fliegt uns das in den Kommunen um die Ohren. Wir fangen das auf, weil es tatsächlich Wohlfahrtsverbände gibt oder eben kommunale Träger, die Sprachkurse für alle anbieten. Wir versuchen, Genehmigungen zu schaffen, dass Menschen schon im Verfahren in Ausbildungen beginnen, die dann vielleicht auch nach einer Ablehnung in einer Ausbildungsduldung münden können. Aber das sind alles Maßnahmen, die hätte man auf Bundesebene regeln können damals. Und die Stimmung wäre dafür da gewesen. Also wenn ich das in Düsseldorf vorgestellt hätte, dann hätte ich wahrscheinlich bei einer Wahl eine 90% Zustimmung bekommen für solche Vorhaben. Und diese historische Chance ist wirklich verpasst worden. Mal ganz davon abgesehen, dass nachdem dann tatsächlich die Grenzen geöffnet worden sind, es eine so derartig schlechte Öffentlichkeitsarbeit gegeben hat, dass ich mich wirklich gewundert habe, warum nicht damals diese Blut-, Schweiß- und Tränenrede gekommen ist und nur dieses Wir schaffen das und nichts folgte danach, das war dann einfach zu wenig. Und da ist viel zerstört worden, was wir jetzt tatsächlich versuchen, weiter aufzufangen. Übrigens, zu diesem Thema Bleibeperspektive gibt es auch ein Papier, was unter anderem auch von Miriam Koch mitverfasst wurde in dem Bericht der Kommission. Das ist das eine, was wir zu Hause machen müssen, unsere Hausaufgabe. Aber Herr Mayer-Braun, Sie schreiben ja auch, Sie zitieren die Kanzlerin in Ihrem Buch, die sagt, wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, in Bezug auf das, was Cem Özdemir gesagt hat, die europäische Solidarität. Vieles, was wir versäumt haben in der Vergangenheit, weshalb wir auch auf taube Ohren gestoßen sind in den Jahren 2015, 2016. Was lernen wir daraus? Wie kommen wir aus dieser Situation, um eine bessere Lastenverteilung ist ein Stichwort, was auch in Richtung Deutschland sich richtet, vor allem aber auch an eine politische Verantwortung. Es geht ja vor allem auch, wie nehmen wir die anderen europäischen Partner politisch ernst, damit sie das Thema auch ernst nehmen. Ja, da wird der schwarze Peter so hin und her geschoben. Cem Özdemir hat es ja auch schon gesagt. Früher, ja, das geht uns nichts an, wobei das ja eine italienische und griechische Krise schon längst war, bevor sie dann uns erreicht hat. Also man hätte da schon rechtzeitig handeln müssen. Und ich kann nur hoffen, dass daraus die Lehren gezogen werden für die Zukunft. Und dass man auch natürlich, jetzt war die Kanzlerin ja gerade in Polen und hat festgestellt, ja hoppla, die haben ja so viele Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen. Also dann kann man dann vielleicht doch nicht so viel zumuten, dass sie andere aufnehmen. Das ist auch ein bisschen spät und stimmt auch nicht so ganz. Also eine europäische Lösung muss kommen. Und das ist ja auch eine Nagelprobe für die EU auch und für das nächste Jahr für die Wahlen zum Europäischen Parlament. Solidarität ist da auch nur auf dem Papier zum Teil vorhanden. Das kann es ja aber nicht sein. Und das geht ja an die Substanz der EU und an ihre Werte. Also man hat ja einen Friedensnobelpreis bekommen vor ein paar Jahren. Eigentlich müsste den fast wieder zurückgeben, ja? Nach dem, was da abgelaufen ist in den letzten Jahren, um es mal auch deutlich zu sagen. Und glaube ich schon, es führt keinen Weg dran vorbei, an einer europäischen Lösung, die aber einen gerechten Ausgleich schafft. Und man kann ja nicht auch jetzt wieder auf den griechischen Inseln sind ja immer noch, 15.000 oder sowas Flüchtlinge sitzen da immer noch fest, die nicht mal aufs Festland dürfen, auch bei den Temperaturen, die wir jetzt hatten im Winter. Also das läuft alles immer noch total schief, was da ist. Und dieses Flüchtlingskarussell mit der Türkei funktioniert ja auch nicht richtig, aber man drückt auch da die Augen zu. Also man kann da nur im Prinzip Hoffnung haben und sagen, hoffentlich zieht man da irgendwelche Lehren draus.
Ja, Jan. Mich reizt es jetzt, weil wir, ich sehe ein bisschen die Gefahr, dass wir uns alle sehr einig sind. Ich will jetzt mal ein bisschen Advocatus Diaboli spielen. Aber auch ein ehrliches Dilemma teilen, weil ich weiß einfach selber keine Antwort drauf. Also die Sache ist klar, da sind wir da nah beieinander. Aber jetzt mal ein praktisches Problem, wenn ich mit meinen polnischen Freunden von der Opposition dort spreche. Und die wollen diese Regierung loswerden in Polen, was aber sehr schwer ist, weil diese Regierung macht genau das, was alle populistischen Regierungen machen. Sobald du regierst, Verfassungsgericht ran, an die unabhängige Presse ran, gucken, dass du so viel wie möglich kontrollierst und den Spielraum der Opposition so eng wie möglich machst. Da gibt es immer so ein schönes Drehbuch, das wenden die alle an, die Populisten. Und trotzdem muss die Opposition das irgendwie schaffen, weil sonst geht uns Europa flöten. Ohne Polen, Europa, das geht halt nicht. So, jetzt sagt mir die Opposition, wenn ihr Deutschen und eure Merkel, und die meint uns mit, weil wir sind für die alle dasselbe gerade in der Flüchtlingsfrage, wenn ihr jetzt sagt, Polen muss da großzügig Flüchtlinge aufnehmen, da brauchen wir gar nicht bei der Wahl antreten. Weil dann haben wir die Wahl schon verloren. Oder ich nehme Ungarn. In Ungarn haben wir es mit einem extremen Populisten zu tun. Orbán ärgert mich übrigens kolossal, dass die CSU den immer einlädt. Und zwar nicht, um ihm den Kopf zu waschen, sondern um ihn zu hofieren und gegen die eigene Bundeskanzlerin in Stellung zu bringen. Aber da ist es ähnlich bei der Wahl jetzt. Also wenn ich jetzt der Opposition dort empfehle, liebe ungarische Opposition, ich habe euch einen tollen Tipp, geht doch in den Wahlkampf rein mit der Parole, Ungarn soll möglichst viele Flüchtlinge aufnehmen und sich großzügig beteiligen an der Flüchtlingsverteilung in Europa, dann brauchen die gar nicht antreten. Und der Orbán wird sich freuen und sagen, super, weiter so, danke, dass ihr Deutschen alles dafür tut, dass ich dort noch lange regiere. Oder schauen wir uns Italien an. In Italien war das Flüchtlingsthema das Thema, mit dem die Wahlen gewonnen haben. Und das war immer klar, der Merkel-Flügel, das sind die Linken dort interessanterweise, also hier eine konservative Kanzlerin, dort die Partner in Anführungszeichen, das sind quasi die Leute, die mir politisch nahestehen, von den progressiven Kräften. Das waren die Pro-Flüchtlingsparteien, das Ergebnis kann man jetzt studieren. Cinque Stelle, eine extrem populistische Partei, die Lega, die, wie sie jetzt heißt, früher Lega Nord, also da ist schon Populismus eine Untertreibung, würde ich mal sagen. Das ist noch schlimmer als Populismus, wenn man sich die Parolen anschaut. Selbst bei der Brexit-Abstimmung war es so, dass die Flüchtlingsfrage natürlich eine Rolle gespielt hat. Das wissen wir aus allen Untersuchungen, dass das massiv benutzt wurde als Thema. Wer gegen Brexit ist, ist dafür, dass die alle nach Großbritannien kommen. Und wer für Brexit ist, der will, dass wir selber wieder steuern und entscheiden, wer reinkommt und wer nicht. Und nicht Brüssel fragen müssen. Das heißt, jetzt sagt der grüne Politiker in mir, klar, Europa muss die Flüchtlinge verteilen, was denn sonst? Alles andere geht doch gar nicht. Und derjenige, der dort Leute kennt und will, dass die Richtigen die Wahlen gewinnen und nicht will, dass uns Europa flöten geht. Das geht uns nämlich flöten. Tun wir mal nicht so, als ob mit der Wahl von Macron wir die Geister des Populismus besiegt hätten. Die kommen gerade wieder massiv. Die werden massiv unterstützt vom Putin-Reich mit viel Geld, mit allen möglichen. Und Wahl nach Wahl werden sie stärker. In Österreich sitzen sie in der Regierung. Wir haben doch jetzt schon das Problem, das haben Sie ja sicherlich alle verfolgt, dass diese Frage, ob wir uns jetzt mit Großbritannien solidarisieren, da haben wir eine windelweiche Erklärung gemacht. Weil die Griechen gesagt haben, nö, das wird nicht gemacht. Weil die Abhängigkeit von Moskau so massiv ist. Das heißt, wir kriegen eine Regierung nach der anderen, wo die an der Macht sind. Also habe ich schon auch eine Verantwortung für zwei Dinge. Und das, ich weiß, das ist ja immer in so Auditorien schwierig zu sagen, aber ich muss ja auch nichts mehr werden. Also erstens, wir haben auch eine Verantwortung für die Akzeptanz in der Bevölkerung. Wenn man die ausblendet, dann ist man kein Humanist, dann ist man kein Flüchtlingsfreund. Weil was nützt es mir, wenn ich die dann alle mit Waffen bewachen muss? Also ich brauche eine positive Grundstimmung in der Gesellschaft. Und für die, da gibt es keine Arbeitsteilung. Die einen sind dafür zuständig, die anderen sind die Flüchtlingsfreunde. Da sind wir alle dafür zuständig. Und das Zweite ist, dieses Europa gibt es nur einmal. Und wenn das weg ist, kommt es nie wieder. Da ist es rum. Da können wir alle zusammen heulen, dann ist es futsch. Dann können wir vor unseren Kindern Rechenschaft ablegen. Wo war der Fehler? Wo haben wir die falsche Abzweigung genommen? Und wir sind gerade wirklich dabei, es zu verlieren. Also, wie schaffen wir es, dass wir die Flüchtlingsfrage so verzahnen und vernetzen mit Europa, dass uns nicht unsere Freunde jeweils eine Wahl nach der anderen verlieren und die Populisten dran sind und sagen, super Deutsche, danke für die Hilfe.
Ich sehe nur einen Ausweg bis jetzt. Sie merken ja, dass ich selber da keine Antwort richtig drauf habe. Das Einzige, was ich sehe, ist, Europa muss mit 500 Millionen Menschen, so viel sind wir ja nun mal, alles dafür tun, dass wir dieses Thema Fluchtursachenbekämpfung, das haben zwar alle in den Sonntagsreden, aber halt auch praktisch umsetzen, damit wir die Gründe dafür, dass Menschen ihre Heimat verlassen, zumindest da, wo man es beeinflussen kann. In Syrien ist es zu spät. Da wird es ja nur schlimmer, mit Afrin und dem Einmarsch der Türkei dort. Aber zumindest da, wo man es kann, durch Hilfe, dazu gehört die Fischereipolitik, dazu gehört die Landwirtschaftspolitik, dazu gehören Rüstungsexporte, Stichwort Saudi-Arabien, dazu gehört der Kampf gegen den Klimawandel, damit nicht weite Teile Afrikas irgendwann mal so sind, dass sie nicht mehr landwirtschaftlich nutzbar sind. Das halte ich für einen ganz wichtigen Punkt. Und nach innen, denen gegenüber, die kommen, fände ich zum Beispiel eine spannende Diskussion, ob wir nicht stärker dieses Resettlement-Thema angehen müssen. Also erst gar nicht warten, dass die Stärksten es schaffen und der Rest stirbt unterwegs oder vegetiert in den Flüchtlingslagern, sondern dass wir großzügig Flüchtlinge aufnehmen über die UN und gucken, dass wir sie so reinholen, ohne dass sie eben diesen Umweg gehen müssen, dass sie da quasi den Seelenverkäufern ihre Sicherheit und ihr Leben anvertrauen müssen. Das haben wir zwar als Deutschland gesagt, aber wenn wir ehrlich sind, machen wir da ja praktisch gar nichts bis jetzt. Das sind ja ganz geringe Zahlen, die wir da bislang aufnehmen. Vielleicht könnte ja das auch ein Weg sein, wie wir Länder wie Polen und so weiter ins Boot bekommen. Wenn wir sagen, dann lasst uns doch statt einer Diskussion, wo wir offensichtlich kein Ergebnis bekommen über die Flüchtlingsverteilung in Europa. Da wird sich Europa nur zerlegen, wir werden uns nicht einigen. Wir können die ja nicht zwingen mit Soldaten, die anderen nehmt die auf. Vielleicht ist ja der Ausweg, wie gesagt, dass man sich europaweit verständigt, aber eben nicht in homöopathischen Dosen, sondern mit ernsthaften, seriösen Zahlen Flüchtlinge aufzunehmen vor Ort. Und dann kann jedes Land eben selber einen Beitrag leisten, nach Bevölkerungsgröße, Wirtschaftskraft eben künftig Flüchtlinge aufzunehmen. Und letzter Satz, ich glaube, dass wir dringend ein Einwanderungsgesetz brauchen. Wir brauchen dringend ein solches Gesetz, dass die Leute, die eigentlich bei der Flucht nichts verloren haben, aus anderen Gründen, die ja genauso legitim sind, eine Möglichkeit haben zu kommen. Die können dann nicht alle kommen, die können dann nicht sofort kommen und es kann auch nicht jeder kommen, aber da hat man dann eine Möglichkeit des Steuerns und vielleicht auch darüber einen Hebel und eine Chance, dass man bei der Akzeptanz was hinkriegt. Mhm. Nochmal ganz kurz, ich gebe dir gleich Miriam nur eine Nachfrage. Gehört es denn auch nicht zu Ehrlichkeit in der Analyse, dass gerade die Länder wie Ungarn, Polen, Frankreich, Großbritannien, die massiv auf die Barrikade gehen und Migration und Flucht als Thema oder als Begründung, als Argumentation nutzen, nicht zu den Ländern in Europa gehören, die großartig Schutzsuchende Zuflucht bieten. Also sowohl Frankreich als auch Großbritannien haben sich bislang nicht daran beteiligt bei der Aufnahme von Geflüchteten. Also so, was ich sagen will, ist auf der einen Seite, wir müssen mit der Politik vor Ort und vor allem auch mit den politischen Kräften anders reden und nicht die eigene Ideologie aufoktroyieren. Gleichzeitig aber auch, bisher war das ja nicht so, dass Sie im Vergleich zu Schweden, zu Niederlande, sogar Italien und Spanien, Griechenland, die Türkei, all diese ganzen Länder haben eine große Verantwortung und auch eine große Last übernommen. Und die Länder, die massiv jetzt Front dagegen machen, waren bisher nicht großartig aufgefallen mit einer großzügigen Aufnahme von Geflüchteten zumindest. Also haben eine andere eigene Einwanderungsgeschichte, aber nicht in Sache von Flucht. Also ich glaube, das ist nochmal die andere Geschichte, wie wir Europa vielleicht auch nochmal anders diskutieren müssen, dass es in erster Linie auch anti-europäische Sentimente sind, aber Flucht nur noch als ein Katalysator benutzt wird. Ich hätte mich übrigens sehr gefreut, wenn du Außenminister geworden wärst, weil unter anderem deswegen, weil ich dann gedacht hätte, ich hätte vielleicht eine Chance, direkt darüber zu reden, warum das so schleppend läuft in den Botschaften mit der Visa-Erteilung.
Rückerteilung, weil tatsächlich, bevor es wieder ein weiteres Resettlement-Programm gibt, wäre es schon gut, wenn die Familien, wenn der Familiennachzug schneller geschehen würde und den Familiennachzug weiterhin auszusetzen für die subsidiär geschützten, war wirklich eine integrationspolitisch so fatale Entscheidung. Denn genau das ist ja das, über das wir dann eben auch in den Kommunen reden. Die Männer, die ein totales Männerdilemma. Es gibt Männer, die haben ihre Familie mitgenommen, die waren vor der Flucht, vor die Frage gestellt worden, riskiere ich das Leben aller? Die sind dann vielleicht glücklich angekommen und haben dann aber viele gesehen, die es nicht geschafft haben. Und dann gibt es sehr, sehr viele Männer inzwischen bei uns, die das eben aufgrund von Verantwortung für ihre Familie nicht machen konnten. Und nachdem es klar war, dass auch bei den Syrern plötzlich fast alle nur noch subsidiären Schutz bekommen hatten, war für die dann plötzlich dieses Schicksal vor Augen, dass sie jahrelang auf ihre Familien warten müssen. Und wer das schon mal, eine Familienzusammenführung schon mal erlebt hat, das ist wahrscheinlich für, ich bin jetzt nicht religiös, aber das ist sowas wie die Weihnachtsgeschichte. Das ist unfassbar, was da passiert, wenn Leute nach Jahren sich wieder zusammenfinden. Ich wollte aber noch mal was sagen zu der Frage, müssen wir das in Europa verteilen, die Verantwortung? Ich würde auch noch mal da nach Deutschland blicken. Auch bei uns wird ja verteilt nach dem Königsteiner Schlüssel. Das ist eigentlich ja ein Instrument für Finanzbeziehungen unter den Ländern. Und das hat, glaube ich, ganz gut funktioniert, als sehr wenige Menschen verteilt werden mussten. Seitdem es so viele geworden sind, glaube ich, ist dieses Instrument falsch. Wir hätten besser drauf gucken müssen, wer kann Integrationsleistungen bringen, wer hat Wohnraum zur Verfügung. Und das Gleiche könnte man eigentlich auch in Europa sich anschauen. Ich gebe dir recht, vielleicht wäre es gut, nochmal zu sagen, wir nehmen auf, wir machen Resettlement-Programme und warum sollen nicht die Länder, die es wirklich schaffen, die die Sozialsysteme haben, die eine Infrastruktur haben, die es hergibt, warum soll Deutschland nicht mehr aufnehmen als andere? Wir sind wirtschaftlich stark, wir haben Arbeitsplätze zur Verfügung, wir haben tatsächlich immer auch noch in einigen Kommunen Wohnraum zur Verfügung, wir brauchen dringend Menschen, die entvölkerte Kommunen im Osten wieder mitbeleben. Es gibt selbst bei uns im Rheinland, oder das ist wahrscheinlich schon ein bisschen Richtung Sauerland, gibt es Kommunen, die sagen, ich nehme viel, viel mehr auf, als ich nach dem Schlüssel müsste, weil ich habe eine Abwanderung. Es gibt in Italien Städte, die sind leergefegt, weil die Menschen weggegangen sind, weil es keine Arbeit mehr gab. Da gibt es einen Bürgermeister, der den Friedenspreis in Dresden bekommen hat, weil er 1500 Menschen, geflüchtete Menschen in sein Dorf geholt hat, wo, glaube ich, nur noch 500 gelebt haben. Sowas funktioniert ja direkt vor Ort. Und ich glaube, dass es wirklich nicht funktionieren wird, auf europäischer Ebene eine Einigung zu bekommen. Und ich frage mich aber auch wirklich, warum sollen nicht die, die es können und ausgesprochen wir, Deutschland, tatsächlich nicht auch weiter vorangehen und Menschen aufnehmen? Weil wir haben die Infrastruktur, wir haben die Wirtschaftskraft, die Haushalte sind gut. Ich kann das jetzt sehr einfach sagen, weil auch ich komme aus einer wirtschaftlich starken Kommune. Düsseldorf konnte sehr viel Geld investieren, um die Unterbringungskapazitäten wieder aufzubauen, um Sprachkurse aufzulegen, um die Gesundheitskarte einzuführen, um die psychotherapeutischen Maßnahmen auszuweiten. Das können auch nicht mehr alle Kommunen, aber ich glaube, man muss mehr danach gucken, wer kann es tun. Und dann gäbe es sicherlich auch in den Kommunen eine große Bereitschaft, tatsächlich auch mehr aufzunehmen, als das nach dem Verteilungsschlüssel unbedingt nötig wäre. Herr Maybaum. Ja, bloß noch ganz kurz, weil es so eine Fragen kommen. Zu Europa doch noch ganz kurz. Also ich stimme teilweise zu. Aber jetzt ist es natürlich zu spät, der polnischen Opposition oder der ungarischen zu sagen, geht da mit dem Thema, nehmt mehr Flüchtlinge auf. Das wäre ja Selbstmord, das ist ganz klar. Aber das hat man 1992, jetzt blende ich doch wieder zurück, auch gesagt, wenn die SPD nicht dem Asylkompromiss zustimmt, dann braucht er gar nicht mehr zur Wahl zu gehen. Ja, und sie haben dann zugestimmt. Also da war es aber auch schon zu spät. Auch da hätte man früher anders diskutieren sollen. Auch in Europa, da ist so viel Porzellan zerschlagen worden. Und dann ist es jetzt zu spät. Das ist ganz klar, das wäre politisch Selbstmord. Aber man hätte früher ansetzen sollen und man muss auch vielleicht ein bisschen mittelfristig doch versuchen, diese Kräfte zu stärken in aller Vorsicht. Und ich muss dann aber nochmal ganz klar sagen, wenn Europa sich dann endlich mal geeinigt hat darauf, 160.000 bei einer halben Milliarde, wie Sie auch sagen, dann müsste mir
Aber 160.000 bei einer halben Milliarde zu verteilen, mehrheitlich diesen Beschluss fasst und sich dann Länder nicht dran halten und sagen, das erzählt mir einen feuchten Dreck, ja, und der Europäische Gerichtshof die verurteilt und sagt, ihr müsst die aufnehmen, dann ist doch irgendwo die rote Linie irgendwo überschritten. Das geht doch nicht. Und da muss man da ganz klar Ross und Reiter nennen und sagen, da habt ihr irgendwie mit Europa was nicht ganz begriffen. Das nur ganz kurz. Ja, vielen Dank. Fragen, Kommentare? Bitteschön. Wenn Sie vielleicht das Mikrofon nehmen, das wäre ganz nett. Und sich vielleicht ganz kurz vorstellen. Ja, genau, danke. Jonas Wipfler, ich arbeite für Miserio und in dem Zusammenhang war ich auch vor 7 Wochen in Marokko und habe dort außerhalb von Melilla, der spanischen Exklave, im Wald gehockt mit sehr vielen westafrikanischen jungen Männern vor allen Dingen. Es gibt auch Frauen, aber vor allen Dingen jungen Männern. Dabei sind mir 2 Punkte sehr deutlich geworden, die ich gerne nochmal hier stark machen wollte. Das eine ist, wenn diese jungen Männer dann im Wald hocken, dann gibt es nur noch eine Richtung und das ist mit dem Kopf durch die Wand und entweder der Kopf gibt nach oder die Wand. Also ich habe auch viele Leute mit Narben gesehen, die einfach dann Stacheldraht und so weiter versucht haben zu überwinden, haben sie nicht geschafft. Es braucht legale Wege und es braucht auch Möglichkeiten für kurzfristige Berufssuche und so weiter, damit die Menschen sich orientieren können und auch dann sehen können, dass es eben nicht diesen Zwang gibt, entweder ich schaff's über diese Mauer mit allem, was geht, oder eben nicht. Es muss auch andere Modelle geben, die da Alternativen schaffen. Zweiter Punkt. Die hatten fast gar nichts dabei, aber sie hatten einen Gebetsplatz eingerichtet in diesem Camp, was wirklich alle paar Tage von der marokkanischen Polizei verbrannt wird. Und die hatten die Korane versteckt und die Bibeln und so weiter. Ich glaube, wir müssen hier auch ganz stark lernen, dass die Religion auch bei der Integration eine ganz große produktive Rolle spielen kann. Und ich glaube, wir tun das Falsche, wenn wir sofort in diese Islamdebatte einsteigen und das als was ganz Negatives darstellen, weil das ist oft der letzte Halt für die Menschen, die dort vor Ort einiges aufgegeben haben, um hierher zu kommen. Also müssen wir das auch als einen produktiven Akteur wahrnehmen und mitdenken. Danke. Vielen Dank. Noch weitere Kommentare, Fragen? Bitte schön. Mein Name ist Rosi Brüggemann. Ich habe auch viel mit Flüchtlingen zusammengearbeitet, aber ich möchte Herrn Özdemir in erster Linie ansprechen. Und zwar wegen Herrn Erdogan. Ich denke, von dieser Versammlung soll natürlich auch der Appell an Frau Merkel und Co. ausgehen, hier sich gegen den sich anbahnenden Völkermord des Herrn Erdogan gegenüber den Kurden sehr, sehr aufmerksam zu sein und das bitte nicht weiterlaufen lassen. Denn gerade im Norden Syrien waren in diesem Bereich der Provinz Ardin oder wie sie Afrin viele Syrer auf ihrem Fluchtweg gestrandet. Die mussten dort wieder wegtransportiert werden, sind es auch teilweise nicht. Es finden dort Schlachten statt im Moment. Es gehen viele Kurden zu Tode. Die Kurden werden für ihr Land kämpfen, auch im Irak. Und sie werden es hoffentlich auch Herrn Erdogan in der Türkei weiterhin zeigen können. Wir sollten hier sehr, sehr aufmerksam sein und glaubwürdig sein, dass wir hier nicht die Thematik der Auffanglager hier Vorrang einräumen und zudem, ich sag's nochmal, dem sich anbahnenden Völkermord gegenüber den Kurden zu nachlässig zu sein und zu nachgiebig. Ich würde diesen Aspekt hier sehr gern aus dieser Veranstaltung mit nach Hause nehmen. Okay, danke. Gut, hier noch. Hallo, Sedrakan, mein Name. Ich bin eine internationale Studentin aus Armenien und studiere Politikwissenschaft. Und meine Frage richtet sich auch an Herrn Özdemir. Und zwar hat heute die Bundeskanzlerin in der Rede erwähnt, den EU-Türkei-Abkommen. Und sie hat das als gelungen genannt und befürwortet. Wie würden Sie dazu
Stellung nehmen bzw. bewerten. Danke. Okay, vielen Dank. So, also wir haben einmal die Frage der legalen Einwanderungswege, was ja eine wichtige Frage ist, sei es im Zusammenhang mit Flucht, aber auch Einwanderung. Wie können wir vor allem auch das Thema Flucht und Einwanderung zusammendenken, aber auch nochmal im Sinne einer nachhaltigen Einwanderungspolitik legale Wege in die Wege einleiten, sei es über zirkuläre Migration, die kurzfristig ist, aber auch langfristiger, das ist das eine. Und das andere ist der Deal mit der Türkei. Wo stehen wir heute und wie nachhaltig ist das überhaupt? Ja, vielen Dank für die Fragen. Was die Fluchtwege angeht, hatte ich ja vorher selber was gesagt, dass ich glaube, dass es diese Resettlement-Programme, und zwar ernsthafte Resettlement-Programme braucht, dass wir zusätzlich ein Einwanderungsgesetz brauchen für diesen Weg. Und ich glaube, wenn man was vom westlichen Balkan lernen kann, dann war es die Aufklärung, die Information der Leute vor Ort. Weil in Afrika haben wir es mit einem ähnlichen Phänomen zu tun. Leute, die ihre gesamte Existenz, sie wissen das besser, aufs Spiel gesetzt haben und nicht mit leeren Händen zurückkommen können. So, und denen muss man helfen, dass die Leute, die das nicht schaffen werden und für die wir die Instrumente nicht haben, diesen Weg nicht gehen und die anderen, die aber darauf angewiesen sind, andere Wege finden wie diesen Weg, der für alle Beteiligten unmenschlicher ist. Ich meine, wir haben eine riesige Dunkelziffer von denen, die in der Sahara sterben, über die reden wir gar nicht. Also das hat ja auch was mit dem europäischen Menschenbild zu tun. Mal abgesehen davon, was auf dem Mittelmeer passiert, ein Drama. Also insofern scheint mir das der richtige Weg zu sein. Da haben wir im westlichen Balkan ja ein bisschen Erfahrung gesammelt mit, das ist ja, wenn man so will, ein Nukleus für ein Einwanderungsgesetz, was der Kretschmann da damals mitverhandelt hat und durchgesetzt hat. Das als ein richtiges Einwanderungsgesetz. Ich bedauere, dass die Große Koalition sich jetzt wieder nicht richtig rangetraut hat, sondern wieder nur so etappenweise das Thema angeht. Das ist ja auch eine ganz alte Debatte, die Leute, die sich damit beschäftigen, schon ewig führen. Zur Religion, bloß ein kleiner Halbsatz, gebe ich Ihnen recht. Aber Sie geben mir hoffentlich auch recht, dass auch Leute hier in diesem Land auch deshalb leben, weil hier Staat und Religion im Prinzip getrennt sind, wir in einer säkularen Gesellschaft leben, nicht Laïcité à la Frankreich, aber säkular. Und das will ich schon auch bewahren und erhalten. Und so wie ich, also ich jetzt nicht, ich komme aus einer muslimischen Familie, aber viele meiner Freunde sich immer heftig gezofft haben mit den beiden Kirchen, was die Frage Mann-Frau-Rollenverständnis angeht, was gleichgeschlechtliche Beziehungen angeht und wir da ja uns gemeinsam weiterentwickelt haben, so erwarte ich, und das meine ich jetzt wirklich mit allem Nachdruck, auch von muslimischen Verbänden und Organisationen, dass wir jetzt nicht diese Schlachten, die wir gestern geschlagen haben, heute und morgen wieder führen müssen. Also damit spreche ich explizit die muslimischen Dachverbände an. Das mache ich nicht. Also es gibt für mich nicht gute Reaktionäre und schlechte Reaktionäre. Reaktionäre sind für mich alle schlecht. Also muss da Klarheit herrschen. Und ich wünschte ja, dass die muslimischen Verbände uns da helfen könnten, jetzt gerade bei Leuten, die aus muslimischen Ländern kommen und hier Flüchtlinge sind. Aber da muss man sich schon auch gucken, wer das gerade ist. Also es ist jetzt zum Beispiel bei TTIP eben ein Moscheeverband, der de facto gleichgeschaltet ist mit Ankara. Dann schickst du die Leute gleich zu Erdogan. Oder du schickst sie eben zu Ländern aus der arabischen Halbinsel, die auch eine Art von Islam vertreten, der nicht der Islam ist, den ich mir hier wünsche. Und auch da aufpassen, dass wir nicht die falschen Leute stärken. Zu dem, was Sie gesagt haben mit Afrin, kann da vielem zustimmen, will aber eines noch ergänzen. Aufpassen, dass wir jetzt nicht die JPG idealisieren. Also das sind jetzt auch nicht lammfromme Amnesty International Aktivisten, sondern wer den Amnesty-Bericht liest, weiß, dass es da auch zu Menschenrechtsverletzungen gekommen ist, auch zu Vertreibungen von Kurden, die nicht der Meinung der PKK sind. Also ich bin gegen jede Art von Totalitarismus. Auch da ist meine Meinung, es gibt keinen guten Totalitarismus und schlechten Totalitarismus. Totalitarismus ist immer schlecht, egal unter welchem Vorzeichen. Es gibt keinen guten Stalinismus, der ist immer menschenfeindlich und menschenverachtend. Aber das gesagt habend gehört zur Fairness und zur Wirklichkeit dazu, dass es eben die JPG war, die damals die Jesiden gerettet haben, als andere weggelaufen sind.
Und die Intention der Türkei in Afrin ist alles andere als Terrorbekämpfung. Denn wenn es ihr darum gehen würde, dann würde sie sich nicht verbünden mit Salafisten, die dort brandschatzen, rauben, töten und vertreiben. Also was wir da ja sehen bei 200.000 Flüchtlingen, das geht ja schon sehr in Richtung ethnische Säuberungen, wenn man dann noch die Ankündigung dazu sieht, dass da Leute angesiedelt werden sollen aus der Türkei. Also Flüchtlinge, syrische, mit anderen Hintergrund, mit anderer Ethnie, anderer Konfession sollen dort angesiedelt werden. Das ist wirklich ein Spiel, das da gemacht wird, wo Syrien dann nur noch quasi auf dem Schachbrett da Opfer ist. Das finde ich wirklich unerträglich und wünsche mir da auch deutliche Worte. Ich bin froh, dass die Kanzlerin als Erste jetzt endlich mal aus der Regierung das zumindest mal angesprochen hat, aber die Taten sind ja entscheidend. Also liefern wir weiterhin Waffen, wenn dort mit Leopard-2-Panzern eben die Eroberung stattfindet, oder unterbinden wir das künftig und finden da auch zu klaren Maßnahmen? Und zum Deal, gute Frage. Das ist jetzt wieder ein bisschen so ähnlich wie vorhin mit dem Dilemma. Das passt jetzt in die Diskussion von vorhin. Meine Freunde in der türkischen Opposition und kurdischen Opposition, ich zitiere die mal jetzt, die sagen mir, ihr Deutsche, ihr habt euch ein gutes Gewissen gemacht mit den Flüchtlingen und die türkische Opposition zahlt den Preis dafür. Weil der Preis für den Deal war natürlich auch, dass die Bundeskanzlerin Wahlkampf für Erdogan gemacht hat. Sind wir mal ehrlich. Der eine Besuch bei Erdogan kurz vor der Parlamentswahl, wie konnte man den interpretieren als nicht ein Wahlkampfauftritt für Erdogan? Weil sie hat während dieses Besuches keine Sekunde Zeit gehabt für die Opposition. Das gesamte Programm wurde zusammengestellt von Ankara und zwar so, dass es die Bilder erzeugt, die man brauchte, die einem da helfen, damit man sagen kann, wir sind doch gar nicht isoliert. Guck mal hier, die Deutschen hofieren uns, die Merkel hofiert uns. Also ehrlich gesagt, mir bereitet das Unwohlbefinden und Störgefühle, was da passiert. Ich komme zurück zu meinem Ausgangspunkt. Es wäre schlauer gewesen, im Nachhinein ist mir immer klüger, wir hätten von Anfang an, als die Flüchtlinge gekommen sind, großzügig geholfen. Das gilt aber nicht nur für die Türkei, das gilt auch ausdrücklich für Jordanien, für den Libanon, für Irak, Kurdistan, alle die Flüchtlinge aufgenommen haben. Viele hunderttausend Flüchtlinge, die heute hier sind, wären gar nicht hier, wenn wir in den Flüchtlingslagern frühzeitig geholfen hätten und es nicht dazu geführt hätte, dass die Nichthilfe als Ergebnis bewirkt, dass die Rationen für die Flüchtlinge um die Hälfte reduziert werden müssen, sodass die Flüchtlinge nicht satt werden im Lager, ihre eigenen Ersparnisse aber flöten gehen und sie dann irgendwann vor der Wahl stehen. Entweder sterbe ich langsam oder kratze ich mein ganzes Geld zusammen und mache mich eben auf den Weg in die Türkei oder noch weiter Richtung Europa. Also es zeigt nochmal, die Hilfe vor Ort, und zwar vor allem in den Nachbarländern, die ist ganz entscheidend. Da ist jeder Cent und jeder Euro gut angelegtes Geld. Da haben wir hoffentlich draus gelernt. Und bei der Türkei ist es wichtig, dass die finanzielle Hilfe, die geleistet wird, für die Flüchtlinge ist und nicht für Ankara. Diesem Regime darf man keinen Cent Geld geben. Vielleicht noch mal, Miriam, in Bezug auf die legale Einwanderung, weil Einwandererinnen, Einwanderer, Einwanderer landen ja letztlich auch in den Kommunen, in den Städten, je nachdem, wie die wirtschaftlichen Verhältnisse sind. Hast du ja auch vorhin selbst genannt. Wie schätzt du das ein, auch angesichts der Entwicklung des Arbeitsmarktes? Ich habe ja auch vorhin gesagt, eine Einwanderungspolitik, Flüchtlingspolitik, die wir machen, wird ja auch sehr stark auch im Interesse des Landes gemacht, in Zusammenhang mit demografischer Entwicklung, mit Wirtschaftsentwicklung. Wie schätzt du vor Ort die Möglichkeiten der Integration des Arbeitsmarktes zum Beispiel, der in erster Linie auch nicht diskriminiert nach Aufenthaltsstatus, sondern zuerst mal nach dem Bedarf nach Arbeitskräften? Also 640.000 Einwohner und Einwohnerinnen hat Düsseldorf. Die kommunale Ausländerbehörde betreut 150.000 Menschen ohne deutschen Pass. Düsseldorf war immer schon eine Einwanderungsstadt.
Und wir haben auch immer über Landesschnitt gelegen, was Menschen ohne deutschen Pass angeht. Der Arbeitsmarkt hat immer noch viele offene Stellen. Wir haben immer Schwierigkeiten, das hat aber auch was mit unserem Wohnungsmarkt zu tun, die Auszubildenden wirklich dazu zu bekommen, in Düsseldorf ihre Ausbildung zu machen, weil viele sich das Wohnen da nicht leisten können und nicht einpendeln wollen. Der Wohnungsmarkt ist schwierig, der war aber auch vor 2015 schwierig. Das hat was mit einer Wohnungsmarktpolitik einer Stadtregierung zu tun, die lange hochpreisig nur gebaut hat. Und das müssen wir jetzt erst wieder so langsam aufholen. Düsseldorf ist letztes Jahr gewachsen, ausschließlich aufgrund des Zuwachs der ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürger. Die Handwerkskammer, die IHK, alle sagen, das wird nicht das Problem des Fachkräftemangels komplett lösen, aber wir brauchen Einwanderung und wir brauchen bei den Geflüchteten eine schnelle Aktivierung, eine schnelle Qualifizierung für den Arbeitsmarkt. Und tatsächlich, klar, Einwanderungsgesetz. Wir reden jetzt alle schon wieder seit Jahren darüber und es ist nicht wirklich umgesetzt worden. Das, was wir als Einwanderungsgesetz haben, das ist ja den Namen nicht wirklich wert. Und ich brauche auch einen Spurwechsel für die, die schon bei uns sind. Ich war damals bei den wenigen Grünen, die das Asylpaket 1 abgelehnt haben und ich hätte es auch abgelehnt. Es ist eine Erleichterung für die Westbalkanländer gewesen, aber tatsächlich gibt es in den Kommunen sehr viele Menschen auch noch aus den Ländern, für die wären Spurwechsel sehr gut. Das haben wir auch geschrieben in unserem Kommissionsbericht. Also das gilt nicht für alle Kommunen, aber ich kann für meine Kommune sagen, wir waren immer eine Einwanderungsstadt und wir brauchen tatsächlich Zuwanderung in unseren Arbeitsmarkt. Und wir werden aber auch für die, und ich will auch noch mal kurz was zu den Zahlen sagen, weil auch heute Abend hört sich das alles noch so dramatisch an. Düsseldorf hat in den 90er Jahren mal 11.000 geflüchtete Menschen untergebracht. In der wirklich Hochphase in den letzten Jahren waren wir bei 8.800 die wir untergebracht haben in kommunalen Unterkünften. Also wir sind noch nicht mal an die 90er Jahre drangekommen und man hatte trotzdem das Gefühl, das ist die Dramatik pur. Inzwischen sind wir bei etwas über 5.000 Menschen, davon noch 800 im Asylverfahren. Alle anderen sind schon durch und anerkannt oder geduldet oder ausreisepflichtig. Aber das ist eine Dimension, die kann eine Stadt wie Düsseldorf mit dem Arbeitsmarkt verkraften. Ein Problem ein bisschen, was mir Sorge macht, ist der Wohnungsmarkt, weil Menschen und dann eben jetzt auch mit der Wohnsitzauflage, die NRW leider unter einer rot-grünen Landesregierung kommunal scharf gemacht hat, mit Menschen, die dann unter Umständen über Jahre in Gemeinschaftsunterkünften bleiben, weil wir eben mit dem Wohnungsmarkt noch nicht wieder so weit sind, dass wir, und das gilt nicht nur für Geflüchtete, sondern das gilt für alle Leistungsbezieher, das gilt inzwischen auch für den Straßenbahnfahrer oder die Straßenbahnfahrerin oder für die Erzieherin oder für einen Verkäufer. Wir brauchen bezahlbaren Wohnraum und das gilt eben für viele wachsende Großstädte. Ja, vielen Dank. Wir sind fast am Ende. Ich möchte nur noch abschließend einfach eine Frage stellen, Herr Meyer-Braun, vielleicht auch die anderen beiden. Müssen wir uns jetzt in den nächsten Jahren warm anziehen, was das Thema Migration insgesamt angeht, auch mit der Ausrichtung des Ministeriums, das zuständig ist für das Thema? Es naht jetzt der Frühling, also ich glaube, wir können die warme Kleidung hoffentlich bald alle hier ablegen, ja. Und man muss auch wirklich immer optimistisch sein, also nicht nur was das Wetter angeht. Aber ich glaube schon, wird nicht uninteressant, sagen wir es erstmal so. Denn die AfD sitzt ja allen im Genick und die wird immer wieder den Stachel reinstechen und vielleicht ist es gar nicht so schlecht, weil dann sehen wir mal, was die anderen Parteien und alle, die im Lande hier sind und was zu tun und zu sagen haben, wie sie sich da verhalten werden, wie Cem Özdemir, oder ob sie doch so ein bisschen leicht einknicken. Und das gibt's ja schon in der Berichterstattung auch, da kann man die Medien kurz antippen, in manchen Zeitungen, dass die dann so wie ganz normale Partei, wie jede andere auch behandelt werden. Also wird gar nicht mehr differenziert. Nein, die AfD hat das und das gesagt, können Sie in verschiedenen Zeitungen schon nachlesen.
Und ja, mit dem Bundesinnenminister wird es auch witzig, ja, ganz klar. Also ich glaube, wir gehen da interessanten Zeiten entgegen und wir sind alle dabei und können das Ganze, glaube ich, auch ein bisschen engagierter, aber vielleicht auch ein bisschen gelassen sehen. Denn eigentlich haben wir Erfahrung und was wir damit machen können. Und ich glaube, wenn also jemand wie Cem Özdemir im Bundestag weiterhin solche Reden hält und vielleicht auch meine Bundeskanzlerin und andere in diese Richtung, dann ist es auch für unsere Demokratie eine Stärkung. Ja, man muss es auch so sehen, glaube ich. Also es wird interessant und wir sind alle aufgefordert und Sie alle, danke Ihnen nochmal, dass Sie gekommen sind heute Abend auch und die Livestream zugeguckt haben, da was zu tun und wachsam zu bleiben. Ja, vielen Dank. Ich danke Miriam Koch auch für das Zupacken natürlich vor Ort, was ohne das überhaupt nicht gehen kann. Auch für die guten Ideen, die wir auch in der Kommission erarbeitet haben, Cem, auch für das Stellung halten im Parlament, was ja auch ganz wichtig ist, gerade in diesen Zeiten wirklich die Stimme zu erheben und auch dran zu bleiben. Vielen Dank für Ihre Analyse, für die Beiträge und vielen Dank auch für Ihre Geduld, für die Kommentare und für die Fragen. Sie sind Gast von uns und unserem Kooperationspartner CH Beck, im Verlag CH Beck, die großzügig heute das Abendessen gespendet haben. Und der Empfang ist unten. Dankeschön. Vielen Dank. Danke.